Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcast. Wie ihr es gewohnt seid, möchte ich euch immer noch dazu aufrufen, dass ihr uns auf allen Social Media Kanälen, die ihr so kennt, folgt. Und wenn ihr uns irgendwo nicht findet, verratet uns bitte, wo das ist, weil wir sind uns natürlich nicht zu schade, dass wir auch auf, wie heißt das Teil, wo der Wendler sie verkauft für wenig Geld? Außer ich wollte gerade sagen, OnlyFans. OnlyFans, dankeschön. Und wie ihr schon gehört habt, wir haben only for our Fans auch die High Society der Podcast-Gesellschaft bei uns in die Manette, den Flo, der ist natürlich da, auch da. Hallo, der andere. Das trifft mich jetzt aber schon ein bisschen, dass ich nicht zur High Society der Podcast, ich habe den zu deiner Podcast-Szene. Also wenn, natürlich, du bist schuld, dass ich Podcaster bin. Und eigentlich stimmt es gar nicht, sondern unser Gast ist schuld, dass ich podcaste mit dir, weil er der Traum deiner feuchten Nächte ist und dich dazu gebracht hat, dass es viel schöner wäre, wenn du nicht nur alleine reden müsstest, dass es unbedingt einen zweiten braucht. Und nachdem manche Menschen uns auf Steady und auf Patreon auch Geld zustecken, können wir uns manchmal auch total coole Gäste leisten, denen wir dann nichts zahlen, sondern das Geld für uns behalten und uns drum Bier kaufen. Aber damit ich euch nicht länger auf die Folter spanne, hier ist der the one and only Philipp. Philipp Jordan. Moin. Grüß dich. Moin. Freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Freut mich sehr. Der Flo ist völlig freaked out gewesen, wie wir die Zusage gekriegt haben. Ja, ein bisschen. Jetzt ernsthaft? Das macht mich ja fast schon verlegen. Wir haben es ja im Vorgespräch schon gehabt, aber es ist komisch, wenn man dich lange, so viele Stunden im Ohr hatte und plötzlich erst sieht man dich und redet dann auch mit dir. Das ist irgendwie, man hat immer so das Gefühl, man kennt einen, obwohl einer mal selber nicht zurückkennt. Und gerade auch durch Happy Day Podcast erfahrt man ja relativ viele lustige Geschichten und dann ist das immer ein sehr surreales Gefühl. Wären wir im Happy Day Podcast gewesen, hätte ich gesagt, jetzt stell dir mal vor, du hättest mich nicht nur im Ohr gehabt, sondern im Mund und würdest danach erst mit mir sprechen. Aber wir sind ja zum Glück hier in einem ganz anderen Format und lassen diese Penela-Scherze. Sowas würden wir nie tun. Das ist korrekt. Und dann hätten wir auch einen zuckersüßen Geschmack. Jedenfalls bist du... Ihr seht den Flo leider nicht. Ich schon, ich finde das sehr schön. Du findest es immer schön, wenn ich irgendwie leide oder sonst irgendwie. Ich muss ja auch was davon haben. Auf alle Fälle, damit die Menschen unter euch, die den Philipp noch nicht kennen, ihn ein bisschen kennenlernen. Er ist knapp über 20, also er ist da so semi-40. So knapp unter der 50er-Grenze, glaube ich sogar. Jetzt wird's frech. Ja. Jetzt wird's frech. Ich bin noch näher an der 45 dran als an der 50. Ich verbitte mir diese... Und ich wurde, als wir die Reise an der Elbe hatten, ja, wurde der Tim, ich glaube, der wurde 54 geschätzt und ich, I shit you not, wurde 35 geschätzt. Oh, das ist aber nicht schlecht. Also ja. du bist auch an der 35 näher dran als an der 20, so gesehen. Genau. und du bist ein Urgestein des Podcastings, kommst aber da gar nicht ursprünglich her, sondern du bist irgendwie Skater, Läufer, Künstler, Podcaster, Outdoor, Tausendsasser quasi, wenn es um irgendwas geht, was irgendwas mit Kreativität zu tun hat. Das freut mich, dass du das so empfindest. Aber ja, das ist, ich bin, man könnte es auch runterbrechen auf, ich habe ADHS, aber das ist, nein, aber das stimmt. Ich bin, also um mal eine Kategorisierung der Wichtigkeit abnehmend meines Einkommens, bin ich in erster Linie Künstler, Illustrator und dann Autor und Podcaster als zweiter und dann halt, was ich sonst noch mache. Das heißt, du lebst nicht von den Preisgeldern beim Laufen? Oh, das ganz bestimmt nicht. Es sei denn, es gibt irgendwann
so wie es, ich meine, wir als Gesellschaft steuern wir so ein bisschen darauf hin, dass ja auch der Letzte eine Medaille bekommen soll. Und wenn es irgendwann so ein Preisgeld für Good Effort, also so praktisch das Schulterklopfen versilbert wird, was man dem Dicken, der ins Ziel humpelt, am Ende gibt, dann könnte ich vielleicht auch vom Preisgeld mal leben. Aber wir hatten doch letztens die Idee, um da die Läufe ein bisschen auszugleichen, dass die schnellen Läufer, die leichten Läufer irgendwie mit Gewicht, also mit mehr Gewicht laufen, damit quasi alle ebenbürtig sind. Also bei so einem Lauf, da hätte man dann irgendwie mehr Chancen, noch vielleicht weiter vorne zu landen. Wenn man dann die Voltas dieser Welt ein bisschen mit mehr Kilogramm bewaffnen. Ja, es ist eine gute Idee eigentlich, finde ich, dass alle gleich schwer sind, ja. Aber dann ist halt für alle die große Gefahr, dass dann halt so ein 150-Kilo-Mann an den Start geht. Und dann muss auch ich mir sehr viele Kilos, und du weißt nicht, ob das dann noch so Spaß bringt. Aber man kann durchaus, finde ich, zumindest im Nachhinein, muss mal einer so einen Algorithmus sich aus der Hüfte schießen, die Ergebnisse praktisch, wenn man die Gewichtsdaten hätte, daraufhin angleichen und gucken, wie gleichschwere abschneiden und leichte eben in die, ja, nur in Konkurrenz setzen. Ja, ich meine, ich glaube, das wird dann schwierig, weil ich glaube, sowas für Alter gibt schon. Ich glaube, es gibt so einen Lauf, wo du dann Bonussekunden oder Bonuszeit bekommst, je älter du bist, um da den Altersunterschied ein bisschen auszugleichen. Das heißt, das müsstest du wahrscheinlich auch noch irgendwie kombinieren. Aber wahrscheinlich kann es eh nie ganz fair sein. Nee, und ich finde, es ist auch fair, wo sind wir, was machen wir eigentlich als Gesellschaft? Also ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn irgend so ein 18-Jähriger mir vorbei spurtet und gewinnt. Und ich muss dann auch nicht im Nachhinein praktisch genauso eine gute Zeit haben wie er, nur weil ich fetter und älter bin. Das ist, von mir aus braucht man das nicht. Es wäre lustig, einfach so als Option im Nachhinein sich anzugucken, wie habe ich denn so mit den gleich Dicken abgeschnitten? Weißt du, so war es eher. Das heißt, so wie das im Triathlon dann so die Altersklassen gibt, gibt es dann eben die Gewichtsklassen. Dann gewinnst du die Gewichtsklasse, genau. 85 Kilo und gut ist. Genau. Die dann kannst K85 du statt der M45. Ja, warum nicht? Ich meine, im Triathlon funktioniert Leute, das ja auch super. Ja, wenn dann die Leute so wie beim Kampfsport vorher, siehst du die Marathonläufer noch 5 Runden laufen und abkochen, damit sie noch schnell, genau, in die untere Gewichtsklasse fallen. Und nachher wieder gescheit trinken, damit man sich wieder ein bisschen raufarbeitet. Ja, großartig. Aber was mich zu deinem Leben sehr interessiert, weil du eben wirklich viel machst und auch viel schon gemacht hast. Du bist ja jetzt da, nennen wir es mal gut gesettelt, also angesehener Künstler, also in deiner Gegend ist quasi alles zugepflastert mit deiner Kunst und auch im Internet und in den Wohnräumen diverser Menschen, die dir Dinge abkaufen. Und du schreibst für Zeitungen und oder illustrierst und bringst Bücher raus. Jetzt gerade auch neue, die Lauf- und Schnauf-Geschichten, die, glaube ich, jetzt oder neulich rausgekommen sind. Und die hast du ja, glaube ich, selber geschrieben und gezeichnet. Sprich, du bist ja jetzt irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen angekommen an. Aber wie wurdest du das, der du bist? Also erstmal mit dem angesehenen Künstler ist immer schwer. Ich bin froh, dass ich von der Kunst leben kann und ich muss meine Bilder jetzt auch nicht, sagen wir mal, auf der Straße in der Fußgängerzone verkaufen. Aber ich ich hänge nicht in den teuersten Galerien oder habe Preise im sechsstelligen Bereich für Bilder. Ja. Also das wollte ich nur kurz so, aber ich kann mich tatsächlich nicht beschweren, weil immerhin ich von meiner Kunst leben kann. Zu dem Schreiben und Zeichnen für die, da bin ich eigentlich drauf gekommen, als wir mal ganz, ganz früher mit dem René, mit Fat Boys Run, mit dem Podcast, Kontakt hatten mit der Aktiv Laufen,
die hat uns interviewt, glaube ich, am Anfang und wollte dann irgendwie so ab und zu mit uns als Podcaster was machen. Irgendwie mal so hier und da einen Schuhtest oder sowas. Und dann bin ich den Home-to-Home gelaufen, also einen Lauf, wo ich von hier zu meinem jetzigen Zuhause in Holland in mein ehemaliges Zuhause nach Karlsruhe gelaufen bin, irgendwie 700 irgendwas Kilometer entlang des Rheins. Und da habe ich danach ein Stück darüber schreiben wollen für die Aktiv Laufen. Und der damalige Chefredakteur Ralf Kerkeling hat dann gemeint so, hey, hast du nicht Bock, regelmäßig was zu schreiben? So, und dann habe ich da angefangen und habe von Anfang an auch gesagt, aber ich möchte auch immer was dazu illustrieren. Also ich mache für die so eine Glosse, wo ich totale Freiheit habe. Also die sagen mir jeden Monat eigentlich, hey, diesen Monat haben wir den Schwerpunkt auf Frühjahrstraining oder 10 Kilometer oder Schuhe, aber mach ruhig was anderes, wenn dir dazu was einfällt, und mir fällt selten was gerade zu diesem spezifischen Thema ein. Meistens habe ich schon ein Thema und ich schreibe dann, ich darf auch oder soll sogar in meinem Duktus, nennt man das dann, schreiben. Also ich darf auch unanständig werden. Und also sie sagen zwar, sie haben mir schon ein paar Mal gesagt, wir wollen Glosse, nicht Gosse, aber im Großen und Ganzen muss ich nicht, sagen wir mal, wissenschaftlich arbeiten, wie sonst in Laufzeitschriften schon eigentlich so eine Art Voraussetzung ist. Nicht, dass ich das nicht könnte, aber ich bin zum Glück dafür, für die Unterhaltung zuständig und suche mir irgendwelche Themen und illustriere dafür. Und irgendwann hat mich von der Laufzeit der Christian Brunes angerufen und gesagt, willst du nicht auch was für die Laufzeit machen? Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Und habe dann aber gesagt, ich bin ja noch mit der Aktiv Laufen praktisch verheiratet. Also wenn ich bei euch mitmache, müsste ich irgendwas ganz anderes machen. Und dann haben wir uns entschieden eben, dass ich Comics mache, was ich früher als Kind unglaublich viel gemacht habe. Ich habe unglaublich viele Comics gezeichnet, bei meinem Vater im Büro kopiert und dann in der Schule verkauft. Und ich hatte schon so ein bisschen Schiss davor, weil er musste jede Ausgabe mit irgendeinem zweiseitigen Comic um die Ecke kommen, was auch irgendwie, also es muss ja nicht der Mega-Schenkelklopfer sein, aber es muss zumindest irgendein Thema abfrühstücken und irgendwie wiedererkennbar sein für Läufer. Und ich habe gemerkt, so Zwang ist super, super Mittel auch, um produktiv zu sein, weil es hat bis jetzt immer geklappt. Und das Buch ist eigentlich eine Mischung aus diesen ganzen Glossen mit den Illustrationen dazu, den Comics und eben exklusivem Zeug. Also ich habe eine Geschichte, die ist dann etwas länger, die ist so mit Vor- und Nachzeichnungen 18 Seiten lang, die so einen Marathonlauf beschreibt, aber ich habe auch Gedichte und noch so Glossen, also Kapitel zu einem Thema geschrieben, eben nur für das Buch. Ja, und ich wollte gerade sagen, weil du vorher auch gesagt hast, dass du nicht wissenschaftlich schreibst, aber so wie du das dann auch in deinem Buch beschreibst, du denkst halt viel übers Laufen nach und reflektierst das irgendwie. Also das habe ich so aus den Geschichten im Buch so teilweise mitgenommen. Und ja, es ist ja so, dass eigentlich auch alle Glossen, ich habe ja immer Zeit. Die sagen hier, in 3 Wochen brauchen wir von dir eine Glosse, schreib was. Und dann überlege ich kurz, und meistens habe ich ein Thema. Und was mache ich natürlich damit? Ich nehme das mit zum Laufen. Und ich brauche nur irgendwie ein Ding, wo ich denke, irgendein Joke oder irgendeine Idee, irgendeine Beleuchtung des Themas, irgendeine Metapher, wo ich denke, da kann ich es unterscheiden von dem Standardartikel über dieses Thema. Was weiß ich, der lange Lauf. Da muss ich nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwas haben, wo ich denke, da bringe ich meine eigene Sicht rein, dann bin ich schon zufrieden. Also von daher, ich denke beim Laufen viel übers Laufen nach, und ich habe zu diesem wissenschaftlichen Teil, also dieser Trainingslehre und allem, habe ich ja jetzt in diesem, ich glaube, 9. Jahr, dass ich jetzt podcaste und sehr lange an der Seite von Micha Arendt, der ja viel wissenschaftlicher kann man Lauftraining ja gar nicht angehen. Und da habe ich natürlich auch eine Menge gelernt. Also viele Bücher gelesen, Laufbücher, und auch Podcasts gehört. Und von daher, man wird ja irgendwann auch zu so einem gefährliches Halbwissen-Profi. Ja, du bist dann irgendwie wissender per Copy quasi, mit dem du einfach immer in Michael Arendt irgendwie zugehört hast. Und
die einfach das aufgesaugt ist. Aber ich denke mal, so wissenschaftliche Artikel, sowas gibt es viele und sich da irgendwie herauszustechen, stelle ich mir schwieriger vor, als jetzt, wenn man so generell über das Laufen nachdenkt und das so sein, weil der Brick macht, kann man mehr seine Persönlichkeit einbringen und die ist wiederum die, die dich dann unterscheidet von der Laufkolumne von einem anderen und das ist irgendwie, finde ich manchmal spannender, als wenn es einfach den nächsten einen wissenschaftlichen Artikel nach einem anderen liest, weil der muss sachlich sein, der muss irgendwie Dinge erklären können, da ist weniger Spielraum jetzt da, sich da irgendwie zu entfalten. Ja, und ich kann es auch nicht so, wie ich es mir selber von einem wissenschaftlichen Artikel wünschen würde. Also in diesen Glossen und in dem Buch sind ja durchaus auch, ist ja durchaus auch Laufwissen enthalten, ja, von Ernährung oder über lange Läufe und was da so passiert. Aber eben nur, um das so ein bisschen dem Ganzen so ein Fundament zu geben oder es irgendwie so ein bisschen in so einen Kontext einzuordnen, aber warum man die Artikel oder die Glossen lesen sollte oder warum sie den Leuten eher Spaß machen dürften, ist dann nicht die Sachen, die sowieso praktisch auch ein Trainer wüsste, sondern eben, was du sagst, das Persönliche. Und deswegen bringt es mir auch so Spaß. Ja. Und diese Freiheit. Und bei den Comics ist es ja sogar auch noch so, dass die mir auch völlige Freiheit lassen. Also ich sag dem zwar immer, vorher schicke ich dem von Christian Brunes von der Laufzeit so einen Scribble, Storyboard, was ich dann so erzähle praktisch. So, und dann sagt er das und dann weiß er ungefähr, was es ist. Aber stilmäßig darf ich wirklich absolut machen, was ich will. Und das hat für mich ist das ganz geil, weil ich auch manchmal irgendwo was sehe und inspiriert bin von einem besonders sauberen Linienführung oder gerade von super viel Schraffur und denke ich, oder habe ich auch mal wieder Bock drauf, kann ich sofort beim nächsten Comic ausprobieren und das ist für mich halt dadurch, also bezahlt wird die schreibende oder zeichnende Zunft sowieso nicht so geil, ja, das ist fast mehr so ein Hobby-Ding nebenbei, also, aber es ist ein geiles Spielfeld, um sich auszutoben und irgendwo ganz weit in meinem Hinterkopf ist noch immer der Wunsch, in den nächsten Jahren mal an der Graphic Novel anzufangen. Und das gibt mir natürlich so ein bisschen so eine Disziplin überhaupt nach diesen ganzen Jahren meiner Jugend wieder mich mit dem Thema Comic auseinanderzusetzen. Und da bin ich super dankbar. Also es ist für mich einerseits ein Job, einerseits jedes Mal wieder so ein Stress, scheiße, ich muss in 2 Wochen einen Comic abliefern, mit dem ich zufrieden bin. Aber andererseits ist es auch eine geile Motivation, sich aus sich selber zu inspirieren. Ja, das kennt man jeder, dass irgendwie Druck irgendwie einem etwas dabei hilft, den Arsch hochzukriegen. Ja, oder man zerbricht einfach dran. Aber das sind dann andere Leute. Glaube, hoffe, bitte. Wäre schön. muss ich jetzt nicht mitmachen. Wie formuliere ich die Frage jetzt, die ich auf den Lippen habe? Du hast jetzt da anklingen lassen, dass du im Hinterkopf irgendwie eine Graphic Novel irgendwie machen willst. Du hast ja zum Beispiel so Dinge wie das Home-to-Home gemacht. Du hast auch mit dem Läuferisch der Elbe entlang, glaube ich, langer Fluss, gegen ein Stand-Up-Pedal dir ein Wettrennen geliefert, wenn man so will. Aber eigentlich habt ihr es einfach gemeinsam gemacht genau. Und dann darüber geschrieben und auch so einige sehr lange Läufe gemacht und du hast also immer wieder läuferisch coole Projekte, du bist jetzt nicht so der Wettkampfgeile, der dem Wettkampfzirkus da jetzt dann mitfiebert und sagt, hey, ich will dort das und das und das erreichen. Aber was gibt dir das Laufen? Ist es Inspiration? Ist es Ausgleich? Was ist dein Antrieb? Ist natürlich eine Frage, die ich jetzt auch einfach mit einer 3-stündigen Antwort beantworten könnte. Okay. Aber ich versuch's mal erstmal. Wir müssen uns in der Zwischenzeit, geben uns die Kopfhörer auf und genießen. Also erstmal, ich bin nicht so ein Wettkampf-Typ, hast du richtig gesagt. Man könnte auch sagen, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht, weil, also nein, ich bin übrigens gar nicht gegen Wettkämpfe und ich habe ja auch unglaublich verglichen mit anderen gar nicht, aber ich habe auch viele Medaillen und viele Wettkämpfe gemacht und ich möchte auch nicht behaupten, ich werde dieses Wochenende am Samstag bei einem 10-Kilometer-Lauf in meiner Heimat ehemaligen laufen.
aber ich habe 0,0 Ziele, irgendwie meine Bestzeit zu verbessern oder so, weil ich heute noch beim Physio war und er mir Nadeln in meine Muskeln gerammt hat und ich praktisch immer noch humpel und er mir gesagt hat, also ich würde zumindest bis zu dem Lauf eigentlich gar nicht mehr laufen, wenn du dich nicht verletzen willst. Aber jetzt zu deiner Frage. Also erstmal, ich bin inspiriert geworden. Also ich habe angefangen mit dem Laufen wieder fett geworden. Ich glaube, mit 39 dann mal noch meinen ersten Marathon gelaufen. Also vor einem Jahr praktisch. Nein. Ja. Und irgendwann, es fing, glaube ich, an, mein Bruder, der lief schon eine Weile. Und der hat mir dann ein Filmchen gezeigt, wo man irgendwie Anthony Kropitschka und Kilian, wie sie irgendwo so aus Spaß zu zweit irgendeinen Berg hochlaufen und danach wieder runterlaufen. Und erstmal hat mich's extrem beeindruckt, dass der eine von den beiden, die für mich ja damals noch fremd waren, dieser Hippie-Typ einfach nur eine Splitpants und Schuhe anhatte. Kein T-Shirt, keine Flasche dabei, kein Equipment, kein gar nichts. Und irgendwann sind die halt vorbeigelaufen an so Leuten, die in voller Bergsteigerausrüstung waren, so mit Helm und so Seilen und allem. Und die sind dann halt da vorbei. Und als sie dann runtergelaufen sind, dann kam so diese klassische emotionale, sphärische Musik, wie sie halt in so Videos kommt. Und dann sind sie irgendwann in so einem Gletscher, haben sich kurz so gebeugt, haben das frische Tauwasser getrunken und sind dann so runtergerutscht, regelrecht, so gesurft den Gletscher. Und ich fand das irgendwie extrem cool und dachte, ah, da ist noch was anderes. Weil eigentlich, ich komme mehr so vom Skaten, Sprühen, was weiß ich, bin ich ja überhaupt nicht so dieser Leichtathletik, Turnvater-Jan-Übungen, Konkurrenz, Ellenbogen, ich muss gewinnen und so, Disziplin und so, das sind alles so Sachen, die jetzt nicht unbedingt in meinem Vokabular so drin sind. Aber es hat mich total fasziniert und dann habe ich mich halt damit mehr beschäftigt und habe ich Born to Run gelesen, was ihr wahrscheinlich auch kennt oder was jeder kennt. Und dann kam da auch Jen Shelton und solche Leute drin vor und Scott Jurek. Und irgendwie habe ich gemerkt, fuck ey, ich will auch so ein Ultraläufer sein. Ich will auf jeden Fall einmal einen Ultra laufen. Und ist es halt weitergegangen, dann bin ich Marathon, dann bin ich 55 gelaufen, dann bin ich 80 gelaufen. Also alles Wettkämpfe. Und dann bin ich 100 gelaufen, auch noch im Wettkampf. Und ursprünglich wollte ich im Jahr drauf in die Wüste mit dem Raphael und wir haben da dieses, also damals war das noch so ein gemeinsames Projekt, dieses Little Desert Runners Club, was er jetzt mehr so alleine weitergemacht hat. Und aber dann ist das ein oder andere passiert, mein Leben, Stress, Hektik, was weiß ich, irgendwie habe ich das Wüstenrennen abgesagt, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt keinen Bock in der Wüste zu sein, wenn ich gerade durch so eine kleine persönliche Krise gehe. Und da habe ich gedacht, ich mache irgendwas anderes. Und eigentlich, ja, ein befreundeter Läufer hat mal erzählt, er will. Wobei 40 Tage durch die Wüste, wenn man gerade eine persönliche Krise hat, das habe ich auch irgendwann einmal in einem alten Laufbuch gelesen, glaube ich. Wo war denn das? Die Geschichte mit dieser Wüste. Und dann war irgendwie so der brennende Busch. Ach so, okay. Das war doch irgendein Laufbuch. Du bist ja an der völlig falschen Adresse, wenn du denkst, dass ich bibelfest bin. Aber nein, natürlich, man kann es sehen, wie man will, aber ich habe mich in dem Moment emotional nicht stabil genug gefühlt, um zu sagen, ey, jetzt gehe ich einfach mal fucking in die Wüste. Und es kam mir dann recht schnell an einem Abend, es ist das wie so Puzzleteile, dass ich dachte, okay, der Nobs-Block hat mal erzählt, dass er den Home-to-Home mal irgendwann laufen wollen würde. Es waren bei ihm, glaube ich, 200 Kilometer oder sowas. Und ich dachte, eigentlich eine geile Idee. Und dann habe ich mitgekriegt, am Rhein hat mir jemand eine Mail geschrieben, läuft ein Fahrradweg direkt entlang. Und mein Sohn hat Kinderrheuma. Und es gab so ein Untersuchsprojekt, was glaube ich immer noch nicht fertig ist. Das geht so langsam, wofür ich dann Geld gesammelt habe. Wo man geguckt hat, ob man diese doch sehr heavy Medizin, die viele Kinderrheuma-Patienten bekommen,
eventuell durch hochdosierte Vitamine ersetzen kann. Und das ist jetzt nicht so ein esoterisches Ding gewesen, sondern das war wirklich ein guter Arzt, der das eben machen wollte, hochdosiertes Vitamin D. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin da mit so einem Ziehwagen am Rhein entlang gelaufen, habe ich gemerkt, dass man eigentlich so Ziele oder Abenteuer, dass ich daher eigentlich niemand anderen braucht, der das für mich eine Strecke raussucht, das organisiert. Ich verstehe, dass viele Leute denken, oh, aber ich will so eine Medaille haben und eine Urkunde und ein bisschen eine Sicherheit, dass andere Leute mit dabei sind. Aber ich fand es total cool, mein eigenes Tempo vorgeben zu können und mich auch selber stressen zu können. Und ich weiß auch, also aus dem heutigen Fitheitszustand wäre auch diese Reise da am Rhein für mich heute, ist das auch sowas, wo ich denke, Alter, das war echt so, es waren durchschnittlich 47 Kilometer mit dieser schweren Ziehwagen, aber da waren ja 3 Tage, wo ich glaube ich nur 20 gelaufen bin oder so. Also man kann es auch auf Strava, ich glaube 2016 war es oder 17, kann man es auch nachgucken, ist irgendwann im Juni oder so. Und ich glaube die ersten 4 Tage habe ich zum Beispiel jeden Tag 60 Kilometer gemacht, wenn ich mich nicht täusche, oder so zwischen 50 und 60. Also es war eines der geilsten Abenteuer noch immer in Retrospektive, und ich kann jedem, der läuft, und alle, die hier zuhören, sind ja Läufer, empfehlen sich selber mal so ein kleines Mikroabenteuer, und wenn, es kann ja auch nur ein Wochenende sein, wo man irgendwo pennt. Es war für mich irgendwie was ganz Besonderes alleine. Ich habe zwar immer Gäste dabei gehabt, aber eigentlich war ich immer alleine. Also ich habe dann morgens wieder Leute getroffen. Ich hatte mal Leute, die mich einen Tag oder zwei begleitet haben. Aber dieses morgens Aufstehen um 5:30 und dann um 6:15 loszulaufen, während andere zur Arbeit gehen. Die Sonne kommt raus, es ist so eine geile Stimmung. Und man weiß, ich muss heute nichts anderes machen als laufen. Und wenn ich ankomme, dann gehe ich in meinen Laufklamotten unter die Dusche, mache mein Programm durch und chill mich und habe sonst nichts zu tun. Ja. Ich find, viele reden ja von Abenteuer, aber ich glaube, dass das Problem so ein bisschen an Abenteuern ist, dass halt viel mehr Aufwand ist. So ein Wettkampf ist einfach. Musst du nur zu diesem Datum irgendwo bei der Startlinie stehen und den Rest wird sich gekümmert, irgendwie Strecke und Verpflegung, und für das zahlst du ja grundsätzlich auch. Wenn du das allerdings selber machst, musst dich halt auch um das selber kümmern. Wir hatten das Problem vor mittlerweile ist es 3 Jahre her, Peter, oder? Wir haben die UTMB-Strecke einfach, wollten sie selbst ablaufen. Ja. Welche Strecke? Die Strecke vom UTMB. Oh ja, okay. Weil wir nicht gezogen worden sind und wir waren damals noch sehr ambitioniert, dass wir da teilnehmen wollen. Und wir sind einfach gesagt, wollen wir einfach nicht selber machen. Aber es war halt schon mit einmal ausrechnen, wo nimmt man Essen zu sich, wo kann man Essen kaufen. Ich meine, schlussendlich war der Peter dann unsere mobile Labestation und besser als jede Labestation, die der UTMB jemals bauen kann. Weil so viel Oliven hat es beim UTMB selbst nicht gegeben. Und das war, also nach 50 Kilometer Hitze Oliven zu bekommen, das ist noch nach wie vor einer der besten Oliven, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Aber es ist halt viel aufwendiger. Es gibt einem viel mehr, aber es ist halt viel aufwendiger. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, du hast ein paar, ich gebe dir recht, du musst dich selber um Sachen kümmern. Aber du hast auch ein paar Sachen nicht, die stressen können. Also du musst nicht an diesem Morgen um diese Uhrzeit starten zum Beispiel. Also wenn du zum Beispiel siehst, scheiße, morgen shifts den ganzen Tag in Strömen, aber übermorgen ist Sonne und dann ist 5 Tage lang Sonne oder bewölkt, gutes Laufwetter halt, dann kannst du sagen, ey, dann starte ich einen Tag später, fuck it. Andererseits, ich habe das dann auch immer durchgezogen, auch bei Scheißwetter, aber für diese UTMB-Geschichte ist es natürlich zutreffend, dass man in den Bergen kannst natürlich nicht so, oh, ich werde schon irgendwann was finden, loslaufen. Ja. Das, was ich gemacht habe, war
Im Osten war es natürlich schon so, dass ich mir gedacht habe, hoffentlich kommt mal wieder ein Kaff und eine Bäckerei oder so, ja. Aber das macht es dann auch ehrlich gesagt geil, weil du dann manchmal, also ich hatte ja diesen Ziehwagen dabei. Blühende Landschaften, ja, sage ja. ich nur. Oh, da Mann. Kannst du ja vom Boden frühstücken, da brauchst du ja keinen Kaff. Da ja, gibt Milch und Honig. Ich hab die blühenden Rapsfelder, ich habe irgendwann ein gelbes T-Shirt gehabt, als ich an der Elbe entlang gelaufen bin, weil du die ganze Zeit diesen Blütenstaub abkriegst. Aber wenn du dann eine Stunde später oder zwei, als du es gerne hättest, dann in irgendeinen Kaff kommst, wo es was zu essen gibt, es ist einfach dann geil. Du kannst ja stehen bleiben, es zählt niemand die Zeit. Du kannst auch abkürzen mal, wenn du merkst, oh Gott, da hinten ist eine Baustelle, das ist der volle Umweg, ich gehe jetzt hier geradeaus, dann sehe ich bei Google Maps, da ist ein Weg. Lauter solche Sachen ist eine Freiheit, die man halt bei einem Rennen nicht hat. Da wirst du schon so ein bisschen elternmäßig so, hey, da darfst du nicht lang, du hier, und du darfst nicht alles essen oder was weiß ich. Ich finde, dass dieses selbstgesteckte Abenteuer hat was. Also man kann sich ja übrigens auch Begleitung mitnehmen, Leute, also die sich darum kümmern. Aber ich finde, ich habe mir auch, wenn dieses Jahr nicht so scheiße gewesen wäre mit meiner Wade bis jetzt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, auch irgendwann einfach mal am Wochenende einfach mein Bandpacker zu nehmen und einfach loszulaufen. Und soweit ich komme und Bock habe und dann finde ich schon irgendwo was, wo ich pennen kann. Entweder einen Campingplatz oder ein Fremdenzimmer oder bei jemandem im Garten. Und diese Freiheit ist natürlich saugeil. Ja, ja, das stimmt schon. Und ich finde auch, wie du sagst, ich finde, es muss auch nicht immer das Riesenabenteuer sein. Man kann, ich glaube, die meisten Leute kennen ihre eigene Gegend auch viel zu wenig, dass man dort einfach, also was ich immer mache, ist dann einfach auf Strava mir eine Route zusammenklicken, wo ich noch überhaupt nicht war. Und das kann jetzt, das oftmals vermeintlich jetzt nicht Spannendste sein, wenn man da bei mir in die Weinberge, das ist jetzt, ja, ist jetzt kein alpines Gelände, aber es ist ja trotzdem neu und man kann so viel entdecken und so viel Wege irgendwie im Kopf zusammenbasteln, die man vorher nicht hatte. Es muss nicht immer das große Abenteuer im weiten Land sein. Ist auch vom Fußabdruck dann her um einiges besser. Ja. Aber viele Leute, so wenn der Flo sagt, ein kleines Abenteuer ums Eck, ein kleines Abenteuer ums Eck, das man mal so am Freitag auf Samstag macht, ist ja was anderes wie schnell mal 800 Kilometer mit, ich organisiere mir einen Panpacker und ich plane das vor und ich nehme mir mal wirklich einmal über eine Woche Zeit und also da ist ja schon Logistik dahinter und man merkt ja auch bei den Abenteuern, die du machst, dass du dich dann, wenn du ein Ziel hast, schon extrem drauf fokussierst und das auch ganz stark machst. Und alle, die dich jetzt da irgendwie stalken auf den diversen Podcast-Kanälen beziehungsweise im Internet und so, sehen ja, dass du viele Dinge sehr intensiv machst. Du hast auch vorher schon irgendwie gesagt, ja, ich habe ja ADHS. Ist es jetzt Superkraft und Fluch gleichzeitig? Weil es ist ja nicht nur, ich kann mich nicht konzentrieren, sondern das ist ja auf der anderen Seite, ich kann mich extrem konzentrieren, was unser Eins dann nicht schafft. Genau. Ja, ich habe das selber auch mal so formuliert mit Superkraft und Fluch gleichzeitig. Ich habe mich auch gefragt, genau das im Retrospektive. Ich muss dazu sagen, ich habe ja erst dieses Jahr rausgefunden, dass ich ADHS habe. Ja. Mir hat lustigerweise vorgestern ein Happy Day-Hörer eine Nachricht geschrieben und hat dann geschrieben, guck mal, die Konversation von vor 3,5 Jahren. Und er hat vor 3,5 Jahren gesagt so, hey, hast du mal geguckt, ob du ADHS hast? Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du die letzte Folge gehört? Das hat doch gerade bewiesen, dass ich es nicht habe. Und er so, ja, aber mit dem nicht konzentrieren können, es gibt auch noch Hyperfokussierung. Ich habe das einfach weggewischt. Und der hat so ein paar Punkte angebracht, wo er sagt, ja, weil das und das und das und das, das passt ja auch zu deinem Leidensdruck. Also ich habe mich, seitdem ich dieses Jahr diagnostiziert wurde auch und das rausgefunden habe ich natürlich in Retrospektive fast alles, was in meinem Leben passiert ist, mit kritischen Augen gesehen. Also es ist geradezu hilarious, dass mein erstes Buch, Hashtag Fatboys Run, was du ja auch angesprochen hattest,
dass das Buch eigentlich Hyperfokussierung zum Thema hat, aber da ich nicht wusste, dass ich ADHS habe, ich wusste nicht, was Hyperfokussierung ist, habe ich einfach das Meermonster genannt. Und ich habe sogar in der Mitte ein Kapitel gehabt, so dass es Fluch und Segen zugleich ist und mich manchmal unermüdlich, mich aber auch total schleifen kann. ADHS-Menschen, Personen mit ADHS, es ist ja eine Hirnstörung, bei denen funktioniert diese ganze Dopamin-Haushalt nicht, ja. Also dieses Zufriedenheitsgefühl, was ihr normallos habt, da muss ich hart für arbeiten. Und deswegen bin ich auch die ganze Zeit, früher zumindest und immer noch ein bisschen, auf der Suche nach irgendwas, was mich mit einem Dopamin-Kick erfüllt. Ja? Und das jetzt kann siehst du uns die beide. Kleine Onanie-Freunde am Morgen sein. Und jetzt siehst aber du uns beide gleichzeitig im Video und hast dir gedacht, jetzt. Das ist es, Jungs. Nee, wenn ich euch sehe, dann ist die ganze Zeit drängt sich mir der Drang auf, meine Hose aufzumachen und wild rumzuwichsen, weil ihr einfach so attraktiv seid. Aber ja, was ich sagen wollte, ist, dass ich natürlich. Ich wollte eher sagen, dass deine morgendliche Onanierrunde jetzt ein bisschen gestört ist, dadurch, dass du uns jetzt im Kopf hast. Aber Nein. Jeder will uns im Kopf haben. Einen von euch beiden brauche ich, damit ich kommen kann, den anderen nehme ich zum Verzögern. Ich sage euch aber nicht, wer ist. Nein, also, wir werden jetzt immer, wenn wir uns sehen, wenn wir diese Frage diskutieren. Das Lustige ist, ein anderer Podcast hat mein Buch rezensiert, ja, und ich glaube, die wollten nicht schreiben, oh, ey, wer auf diese kindischen Idioten und Spaßmacher Bock hat, der kann es ja gerne lesen, sondern sie haben so gesagt, ja, ist gut, also ja, man kann schon sagen, also wer den Output von Philipp Jordan mag, der mag das Buch auch, oder? Also sie haben auf jeden Fall nicht gesagt, sie haben damit was. Das war sehr bezeichnend. Nochmal zurück zu der Frage, weil ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Woher kommt, weil ich mich eigentlich selber, Entschuldigung, das ist übrigens ADHD in Reinstform oder ADHS, wie es bei euch heißt, dass ich mich selber unterbreche. Woher kommt diese Abgehärtetheit und dieses Zielgerichtete, dass ich dann wieder am nächsten Morgen loslaufe, obwohl ich mich selber überhaupt nicht als harten Hund empfinde, ja. Also ich bin selten derjenige, wenn man dann so zusammen 20 Kilometer Lauf macht und irgendwelche Leute fangen dann an, auf Kilometer, bevor man nach Hause kommt, so das Tempo zu steigern, wer zuerst da ist, dann denke ich immer, ja, fuck it, lauf mir scheißegal, ob ich als Zweiter reinkomme. Den Sieg schenke ich dir, ja. Und das ist natürlich immer, weil ich denke, oh hey, ich habe jetzt keinen Bock, mich zu schinden. Ja? Also es ist eine gewisse Verweichlichung bei mir konstatieren. Aber wenn ich sag, hey, wir laufen die Elbe hoch bis nach Cuxhaven, die 800 Kilometer durch den tiefsten Osten Deutschlands, dann schaffe ich es, obwohl ich teilweise auch wirklich es mir schwer ging. Es war teilweise war auch echt nichts. Es war auch teilweise windig und Scheißwetter. Also es war ja nicht mal so. Es gab wirklich Phasen, wo tagelang optisch jetzt nicht so geil war. Ja, es war einfach so Rapsfelder und so ein Fluss halt. Ja, und wenig Abwechslung und ab und zu so komische Laternenpfahle mit Leipzig Hass Hooligans oder so. Es waren immer so negativ behaftete Aufkleber, die einen dann zusätzlich noch runterziehen. Ich glaube, du verstehst das nicht. Das ist Fußballslang für, es ist der Fußballverein, den ich jetzt nicht ganz so gern habe. Das ist immer noch besser wie AfD-Plakate. Hass und Gewaltbotschaften von den Fans. Also es waren so Hooligans Leipzig wir bringen den Hass so in die Richtung, was wir. Also es war immer negativ konnotierte Worte, die sich aber so stolz auf die Brust geschrieben haben. Aber was ich sagen will, ist, natürlich verwundert es mich selbst, dass ich es dann jeden Tag wieder schaffe, bei einem Marathon oder Richtung Marathon ein bisschen weniger zu laufen. Obwohl dann teilweise ich auch richtig Schmerzen habe. Und einmal habe ich auch gedacht, so, jetzt ist vorbei. Und dann frage ich mich auch, ist das irgendwie so der Körper, der weiß, nein, der muss noch bis da und dahin kommen, vorher kann er nicht aufhören. Und ich frage mich schon, ob es dann irgendwo dieses ADHS-Ding ist, weil ADHS-Menschen lieben Challenges. Und im Nachhinein merke ich halt auch, dass
also so, ihr kennt es vom Happy Day Podcast, wie oft ich gefastet habe. Also ich bin entweder alles oder nichts, ja. Und entweder ich mache alles, gebe alles und esse dann gar nichts, oder ich gebe nichts und esse alles, so in die Richtung. Und ich frage mich schon, ich weiß es nicht, aber ich glaube schon, dass dieser Drang, dann zum Ziel zu kommen, wo man dann diesen Belohnungs-Dopamin-Ausschüttungs- ich hab's geschafft-Effekt sich erhofft, das ist nämlich auch noch was anderes, dass ich da dann total diszipliniert sein konnte. Und im Nachhinein auch, wie gesagt, wie ich den Rhein runtergelaufen bin, in was für einer Zeit und wie viel Kilometer, und dass ich da, obwohl ich alleine war, und wenn dann Leute zu mir sagen, ja, lieber du als ich, oder wie kann man das bitte freiwillig machen oder so, natürlich gibt's auch irgendwo in mir jemanden, der das komplett nachvollziehen kann. Auch natürlich gibt's auch Momente so, warum ist die Scheiße hier? Aber eigentlich bin ich dann doch happy, dass irgendwas in mir sagt, nee, du musst da ankommen. Vorher brauchst du überhaupt nicht drüber nachzudenken, aufzuhören. Mhm. Ich denke mir oft, wenn man sich so anschaut, wer Höchstleistungen bringt, es sind halt im seltensten Fall, und 800 Kilometer durch die Walachei joggen, in scheißegal welchem Tempo, ist halt nun mal eine Höchstleistung. Und ist jetzt da, es ist halt eine andere Höchstleistung, wie wenn der Messner am Mount Everest latscht, und es ist eine andere Höchstleistung, wie wenn irgendwer durch Amerika radelt, ist ja scheißegal. Aber das sind ja alles Höchstleistungen. Und ich glaube, viele von den Menschen, die das tun, sind... Ich glaube nicht, dass die alle ADHS haben. Aber ich glaube, dass sie alle in einer gewissen Art und Weise jetzt davon dem Durchschnitt abweichen. Jetzt gar nicht im Sinne von, ich habe eine Krankheit X oder Y oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, mit diesem Durchschnittsbelohnungs, ach ja, ich habe, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe es heute geschafft, 4 Folgen irgendwas durchzuschauen, ich bin toll, weichst du dann halt ein bisschen ab, wenn du dir ein Ziel nimmst und wirklich darauf hin trainierst, weil es ist ja oft nicht Motivation oder weil es schön ist oder weil es lustig ist, sondern es ist halt auch oft einfach eiserne Disziplin, aus welchem Grund auch immer, ob du der Getriebene bist, der einfach nicht aufhören kann, oder ob du, weiß ich nicht, eine Essstörung hast und deshalb dich quasi halb in den Tod läufst, oder weil du dich sehr darauf fokussierst, auf die erhoffte Dopaminausschüttung am Schluss, oder ist ja völlig wurscht, warum, aber viele, viele, viele von uns, die irgendwie Dinge tun, wo andere sagen, okay, ihr seid nicht ganz dicht, ihr seid nicht normal, begründen sich halt darauf, dass wir uns alle irgendwas erreichen wollen. In welchem Sinn auch immer, ob das jetzt das Zielgeschenk ist, das weiß ich nicht, das 2 Liter Eis, der Eisbottich, der dort auf uns wartet, oder keine Ahnung, oder keine Ahnung, das Dixie, irgendwas ist dort, was ich erreichen will. Und deswegen glaube ich einfach, dass wenn du die quasi von dieser Norm abweichst, Es ist schon irgendwie geil, weil sonst da würdest du gar nie auf die Idee kommen, so einen Schwachsinn zu machen. Und er ist halt schon cool, der Schwachsinn. Es ist schon der coole Shit. Ja, ich muss sagen, bei mir war es definitiv, also wir haben oftmals auch nach Rennen dann so über das, warum tun wir uns das eigentlich an, so oder 100 Kilometer irgendwie querfeld einzulaufen, und dieses sich ein bisschen abzuheben und jetzt nicht den Standard 10 Kilometer Stadtlauf zu machen, ist schon zugegebenermaßen einer der Gründe, warum man damit angefangen hat, weil man es bei mir war es auch Born to Run, als ich das gelesen habe, dachte, sowas will ich auch einmal erleben. Diesen Schmerz will ich einmal auch durchlebt haben und dann am Schluss lachend wieder rauskommen. Jetzt lese ich das Scheißbuch also irgendwann. Ich denke, dass das eine sehr interessante Frage ist, die ich mir auch schon gestellt habe. Ich kann natürlich nicht für die Menschen sprechen, die irgendeinen Beruf sich gesucht haben, diesen Job machen, abends ihr Fernsehprogramm gucken und am Wochenende mit ihren Kumpels Stammtisch und Bier und so, die einfach damit zufrieden sind. Ich habe diese innere Zufriedenheit nicht. Und dann gibt's den Aspekt, dass man natürlich in diese Verrücktheit auch reinwächst, beziehungsweise
die Verrücktheit auch immer eine Frage des Blickwinkels ist. Ich weiß wirklich noch ganz bewusst, als ich das erste Mal, ich glaube, 15 Kilometer gelaufen bin. Mein Vater war ja Marathonläufer, super viel gelaufen. Und dass ich ihn danach angerufen habe und gesagt habe, also ich bin jetzt 15 Kilometer gelaufen, da war ich unglaublich stolz. Aber jetzt weiß ich eins auf jeden Fall, ich werde nie einen Marathon laufen. Das ist mir echt zu lang, so lange will ich nicht laufen. Und dann verschiebt sich das halt graduell. Und irgendwann ist dann halt der Marathon auch nicht mehr das Ding. Und ich frage mich, ob die Ziele halt immer weiter und verrückter werden, weil man wie so ein Heroin-Junkie so diesem Zufriedenheitsgefühl über diese geschaffte Leistung hinterherjagt. Und andererseits ist es auch wieder diese klassische Komfortgeschichte. Ja? Ich denke da oder nehme da immer gerne diesen Wall-E-Kosmos als Beispiel, wo die Leute dann ja, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, diesen Animationsfilm mit dem Roboter, wo die eigentlich nur noch in so einem schwebenden Stuhl mit so einem Bildschirm rumfliegen. Und es gibt sicher Leute, wenn man sich so die ganzen Hoverboards und was weiß ich was anguckt, die sofort sagen würden, ey, geil, wenn es das geben würde, so einen Stuhl mit so einem fetten iPad eingebaut, wo ich dann so rumschweben kann und so, würde ich sofort machen. Und ihr werdet sofort wissen, was ich meine, wenn ich dann sage, ja, aber so ein Stuhl, egal was der für eine Lüftung und Massagefunktion und was weiß ich habe, wird nie so komfortabel und bequem sein wie die harte Holzbank, wenn ich meine 50-Kilometer-Etappe an dem Tag beendet habe. Und du kannst in ein 10-Gänge-Michelin-Restaurant gehen, wenn du den ganzen Tag nur fett auf der Couch gehockt bist, wirst du da weniger Freude daran haben, wie wenn du nach einem, was weiß ich, wir müssen ja nicht mehr so ins Extreme gehen, nach einem 20-Kilometer-Lauf, den du zum ersten Mal geschafft hast, abends mit Freunden was essen gehst. Und dann ist es vielleicht nur eine Pommes irgendwo an der Imbissbude. Aber diese Freude, sich so an die Grenzen gebracht zu haben, aus der Komfortzone, die, wie wir alle wissen, eigentlich einem dann letztendlich mehr Komfort bringt und auch diese komische Schwelle wieder runterholt in einen realistischen Bereich, die wir brauchen, um Komfort zu spüren. Also ich verstehe auch nicht zum Beispiel, ich verstehe es wirklich nicht. Und da ist nicht mal so verschwörerische Dinger von wegen mithören. Ich verstehe nicht, wie man finden kann, dass die Bedienung eines Lichtschalters nicht schon praktisch die Spitze von dem ist, was wir brauchen, sondern dass man Alexa, Licht an, dass man das braucht. Ja? Also ich will niemanden, ich gibt sicher bestimmt coole Sachen, die man mit Alexa machen kann. Aber ich denke mir einfach, wir gehen in die falsche Richtung, wo wir versuchen, mit unserem Komfort noch weiter zu kommen. Sondern wir müssen einfach wieder uns mehr leiden lassen. Dann brauchen wir Alexa. Ich merke, ihr habt, glaube ich, beide eine Alexa zu Hause stehen. Denkt ihr so, nein, shit. Bei wem ist jetzt das Licht angegangen übrigens? Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Ich habe mich lange Zeit aus genau demselben Grund eben gegen Alex verwehrt, weil ich das irgendwie für dämlich gehalten habe, weil ich denke mal, aufstehen und zum Lichtschalter hingehen, das kann nicht so viel verlangt sein. Aber? Und was ich auch noch sage, ich finde aber, das ist genau auch irgendwie dasselbe Phänomen, wie du vorher gesagt hast, dieses, wenn du in deiner Läuferbubble drin bist, genauso ist das halt, du hast mittlerweile schon so viel Komfort in deinem Leben, dass du irgendwie nach dem nächsten Ding suchst, was du minimierst, damit du noch mehr Komfort hast. Und genau ist es halt auch wie beim Laufen. Wenn du dann einmal die falschen Freunde gefunden hast und jeder redet nur noch von einem da 70-Kilometer-Lauf und da 80-Kilometer-Lauf und puh, heute habe ich nur einen kurzen Montag gehabt, heute bin ich nur 20 Kilometer. Ich habe immer einen kurzen, aber das ist was anderes. Da kenne ich mich nicht aus mit so kurzen Sachen. Und da kommst genau, also jetzt habe ich meinen Faden verloren, danke. Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich habe diesen dummen Joke machen, ja. Ich konnte mich nicht, was du gesagt hast, ist deine Freunde, die einen dann, wenn man die falschen Freunde hat, die einen auf genau, diese langen. Genau, und da ist es halt dann selber, dann bist du es einfach gewohnt, dass du nur noch über 70 und 100 Kilometer Läufe redest und dann irgendwie,
Und ich habe mich dann schon jahrelang gefragt, wann ist eigentlich genug, wann ist zu viel, weil machst Strava auf und jeder läuft nur noch 40 bis 60 Kilometer Trainingsläufe und da denkst du, Alter, aber leben solltest auch irgendwann noch nebenbei und ein soziales Leben war halt auch nicht schlecht. Wo hört das dann auf? Wann ist genug? Und jetzt werden schon 100 Meilenläufe irgendwie zu Wettkämpfen und die 200 Meiler sind die 900 Meiler und irgendwo muss er mal aufhören. Naja, a new level of madness findest du immer. Also, was ich gelernt habe in meiner bisherigen Sportkarriere oder auch sonst immer wenn du glaubst, das, was ich jetzt gerade gehört oder gesehen habe von irgendjemandem, das ist the top of the shit. Also da kommt nichts mehr. Und dann kommt wer um die Ecken und sagt, ach, ich fahre Eis zu Eis mit dem Radl. Warum auch nicht? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt da gelesen, ich glaube vor 2 Wochen, irgendwie 2 Leute sind unter Wasser 24 Stunden mit dem Radl gefahren. Warum? Warum, de Fix? Fährst du unter Wasser mit einem fucking Home-Trainer 24 Stunden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na also ich stimme da schon zu, das wird auch immer so sein, aber ich frage mich nur, wann es einfach zu viel wird. Weil ich glaube, das ist der Ausgleich zu dem super vereinfachen. Und ich glaube, manche dieser Menschen sind auch die dann zu Hause sagen, Alexa, Licht an und Siri, Licht aus und hey Google, Kühlschrank 2 Grad wärmer. Keine Ahnung, was man alles mit diesen Teilen machen kann. Aber ich glaube, die Menschen schließen einander, also das schließt einander gar nicht aus, dass du das eine sehr extrem auf körperlich oder geistigem Niveau betreibst, ist ja wurscht, ob du Schach spürst oder am Berg raufläufst und andererseits alles andere wegautomatisierst, was du nicht machen möchtest oder was du zu blöd. Ich verstehe es auch nicht, ich greife zum Lichtschalter hin und wenn ich sage, ich hätte gerne eine Alexa, die mir das Licht ein- und austritt, dann bin ich eher so in der Südstaaten-Mentalität. Dann bezahle ich mir halt eine Alexa, die mir dieses verdammte Licht ein- und ausdreht. Ach so, okay, jetzt verstehe ich es. ja, ich weiß es, ich weiß nicht, weil zu dieser Frage zurückzukommen, der eingangs mit diesem Komfort und ob die Leute nicht alle ein bisschen verrückt sind. Ich kann es nicht beantworten. Bei mir ist es so, dass für mich auch das Laufen was ist, was ich brauche, weil es mich glücklicher macht, ich dadurch gesünder bleibe, schlanker bleibe und einfach wirklich eine viel höhere Lebensqualität habe. Und das merke ich immer, wenn ich dann mal wie jetzt so ein bisschen verletzt bin oder halt nicht laufen kann oder wenn ich auch mal einfach Ferien hab und genieße und nicht Laufzeugs mitnehme, dass ich wirklich das Laufen auch nicht mehr loslassen kann, wahrscheinlich in diesem Leben. Es sei denn, ich bin gezwungen gesundheitlich. Und um das dann noch ein bisschen irgendwie, man muss sich ja so ein bisschen bespaßen. Ich merke auch jetzt wieder, dieses Jahr hatte ich kein großes Ziel. Und also ich hatte so ein paar Ideen, aber ich habe nichts festgemacht irgendwie. Und ich muss echt gucken, dass sobald ich wieder laufen kann, und das ist ja echt bei mir jetzt leider mit Verletzungen, Wade hin und her die ganze Zeit ein Auf und Ab. Aber sobald es wieder stabil ist, muss ich mir sofort ein Ziel setzen. Läufst du nicht ohne Ziel? Also bist du jemand, der sich selber quasi, ich sage jetzt nicht unter Druck setzen, sondern der sagt, hey, wenn ich ein Ziel habe, dann mache ich's, und wenn ich kein Ziel habe, dann bin ich halt der, ja, es wäre schon wieder mal geil laufen gehen Typ. Nee, ich laufe schon. Ich versuche schon grundsätzlich zu laufen. Ja, es passiert auch mal, dass ich mal ein paar Wochen nicht laufe. Ja, aber ich glaube schon, dass ich grundsätzlich, wenn ich gesund bin und alles, immer laufen würde und auch 3-mal die Woche, also nicht nur so irgendwie alle 2 Wochen mal am Wochenende und vielleicht auch 4-mal die Woche. Aber dass ich merke, wenn ich mir ein Ziel setze, wofür man nicht nur 3-mal die Woche eine kleine Runde drehen muss, dass mir das schon hilft, mehr zu laufen natürlich, und dass das dann wieder so eine verstärkende Wirkung auf den Spaß, den ich beim Laufen hab und meine Fitheit, und auf einmal bist du dann noch leichter und dann fühlst du dich auf einmal schnell,
fühlst du dich und athletisch und ja, wie ein Kenianer glaubst du da über die Wege zu hüpfen. Und deswegen, ich diese Regel, man sagt im Holländischen, man hat einen Stock hinter der Tür. Ja? Ich glaube, dass man dadurch die Tür, dass damit gemeint ist, dass man dadurch die Tür immer, ich weiß es auch nicht, ich muss mal hinterfragen. Vielleicht nicht ganz so gescheit aufbekommt. Bei uns gibt es ein Sprichwort, das heißt, man hat ein Kind im Keller, aber das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Was heißt das mit dem Stock? Das ist natürlich, dass die Österreicher wieder ein Kind im Keller haben, passt natürlich wieder wie die Faust aufs Auge. Aber ich weiß es nicht, was damit gemeint, ich kenne das. Also ich habe zum Beispiel diesen Elbe-Lauf, ja. Da habe ich ein Interview in einem Podcast gegeben für den Verlag. Die haben so einen eigenen Podcast, wo sie ihre Bücher besprechen. Und dann hat der Tim Kruse mich interviewt und der hat dann irgendwie gesagt: So, hey, ich merke, wir sind so genau der gleiche Typ und so. Und ich mache so: Willst du nicht nochmal den Rhein machen? Das war nämlich ursprünglich. Und dann aber von der Quelle bis zum Ausfluss ins Meer. Und dann habe ich so mir so peinlich berührt, weil ich kannte den ja überhaupt nicht, ja. Ich habe den nicht mal gesehen, so wie ich euch jetzt sehe, sondern ich habe den nur gehört. Und ich sag, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Er so, ja, dann lass uns das doch machen. Und so, und ich so, ja. Und dann hat er mir auf einmal ein Exposé geschickt für ein Buch, ein gemeinsames, und für diese Reise. Und dann habe ich noch gedacht, boah, das liest du dir mal irgendwann durch. Und dann kam, bevor ich mir das durchgelesen habe, kam vom Verlag die Antwort auf dieses Exposé, was er ihnen wohl auch geschickt hat, wo es hieß, hey, ja, wir machen das, ich glaube, das war im März oder April. Und nächstes Jahr müsstet ihr das dann machen im Frühjahr. Und dann würden wir es im September das Buch rausbringen und so. Und dann habe ich gedacht, huiuiuiui. Und ich war damals sehr unfit gerade. Und dann habe ich langsam aber stetig diese Angst im Nacken gehabt und bin gelaufen und immer während der Pandemie abgenommen und alles, große, lange Temperaturen wieder voll drin gewesen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, zumindest, wenn ihr keine Rennveranstaltung mitmachen wollt, euch doch mal vorzunehmen, in die und die Stadt zu laufen. Und verbindet es dann halt mit was Schönem. Sagt dann, hey, mein Lebenspartner oder meine Lebenspartnerin wartet dann da bereits auf mich und dann machen wir uns ein schönes Wochenende oder so. Ich finde es immer geil, sich so Ziele zu setzen, die natürlich, und dann kommen wir wieder auf das Erhöhen dieser Latte, die ähnlich ist wie die anderen den Komfort erhöhen, dass man dann halt einfach was suchen muss, sich immer, wo man vorher denkt, puh, schaffe ich das überhaupt? Weil warum sollte man sich freuen über das Erlangen eines Zieles, von dem man 100%ig vorher sicher schon weiß, dass man es schafft. Ich freue mich auch nicht jedes Mal, wenn ich bis zum Ende der Straße gegangen bin, so, hey, hey, bist du ja 50 Meter gegangen. So, wenn dort jemand wartet, der da eine Medaille umhängt und sagt, hey, geil, das hast du heute 2 Sekunden wie gestern geschafft. Ja, genau. Und ich bin dann eher der Typ, der sagt, okay, dann laufe ich jetzt irgendwie 24 Stunden durch und guck, wie weit ich komme oder so. Das ist was mich challenged. Und ich glaube, das ist bei den meisten so. Und dann bei vielen Leuten ist dann übrigens auch die Zeit der Faktor. Es gibt ja Leute, die laufen nie länger als einen Marathon und laufen ihn dann halt immer schneller. Also auch die brauchen wohl dieses Verschieben der Grenze um diesen Erfüllungsgedanken. Aber wir reden hier jetzt wirklich, und ich möchte da nämlich niemanden mit in Haft nehmen, über die, wo ich mich dazu zähle, die du vorhin so ein bisschen die Verrückten bezeichnet hast. Es gibt auch total viele vernünftige Läufer, die es schaffen, 3 bis 4 Mal in der Woche zu laufen, die 3-mal im Jahr einen Marathon super schnell laufen, aber die eben nicht immer dieses höher, schneller, weiter und total gestört sind. Ich glaube aber, dass die auch genauso verrückt sind, weil wenn du einen Marathon immer schneller läufst, also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass jemand, der einen Marathon in 2,50 läuft, weniger Wochenstunden trainiert, wie jemand, der 100 Kilometer läuft. Es ist a different kind of madness, aber es ist halt trotzdem, ich glaube, wenn du jetzt da über das Maß des 5 Kilometer einmal die Woche Laufens gehst, das ist so wie meine Yoga-Routine das Jahr über, so, oh, alle 3 Wochen mal 20 Minuten. Ich glaube, alles, was darüber hinausgeht, bist du schon in dieser Gasse. Und dann ist es halt, welche nimmst du?
Ja, ich glaube, das große Ding, was du einfach brauchst, ist, du musst wissen, warum du das tust. Was treibt dich an? Für was machst du das? Und wenn es nur ist, weil du dreimal in der Woche die Vögel zwitschern hörst, dann ist es eher vollkommen okay. Dann weißt du auch, dass du keine Wettkämpfe brauchst, aber du weißt, warum du das tust und machst das halt regelmäßig. Und ich glaube, sobald du kein großartiges Warum siehst, wirst du es auch relativ schnell fallen lassen. Deswegen ist vielleicht auch für dich so schwer, dass du alle drei Wochen mal 10 Minuten Yoga machst, weil du den großen Sinn dahinter nicht, warum mache ich das? Ja, das mache ich halt, weil es vielleicht im Trainingsplan drinsteht und dann knirsche ich mit den Zähnen und hin und wieder barme ich mich, obst des Trainers, aber solange du, glaube ich, kein wirkliches Warum weißt, und das ist das, was ich auch beim Philipp jetzt immer rausgehört habe, du weißt halt echt exakt, warum du das machst und was dich antreibt, und wenn du das einmal rausgefunden hast und dich selber quasi dann richtig triggern kannst, dann hast du ja eh schon quasi gewonnen, ja. Und dann musst du es nur noch exekutieren. Und vor allem, was wir immer wieder hören und auch selber ja mitgekriegt haben, dass die Geschichte mit den falschen Freunden, die ist ja immer sehr, sehr lustig und haha, aber die helfen dir ja auch dabei, damit du überhaupt dorthin kommst. Weil ja die genau dieses Setting, was du ja brauchst, damit du über dich hinaus wächst, also außer du bist jemand, der so eine wahnsinnige intrinsische Motivation hat, hast, dass du das machst. Weil wenn du jetzt da gerade mit dem Laufen anfängst und es kommt halt, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, der Florian Neuschwander um die Ecke oder der Hannes Namberger und sagt, hey, hier, 120 Kilometer, sagst, alles klar, Bub. Aber sicher nicht mit mir, weil einfach das Gap zwischen dir und der Person in dem, was ihr tut, so, so groß ist. Das ist ungefähr so, wie wenn ich mit dem Kasparov Schach spiele. Man kann es schon machen, aber es ist halt völlig useless. Wenn ich jetzt aber mit euch Schach spiele, ich habe keine Ahnung, ob ihr gut oder schlecht Schach spielt, hätte ich zumindest würde man denken, ah ja, na, vielleicht, hätte ich da die Möglichkeit, wenn ich lange genug hintrainiere, dass ich auf dieses Level komme. Und wenn ich dann auf dem Level bin, denke ich mir, ah, cool, wir haben gemeinsam das und das gemacht oder wir sind zusammen an 10 Kilometer Lauf gelaufen, weil ihr seid halt dort und dort schon. Und dann denkst du, ah, cool, jetzt können wir das zusammen machen. Vielleicht können wir wieder, also dieses gemeinsam auch ein bisschen sich hochschaukeln oder so oder eine Bubble haben, die nicht so weit von dem eigenen Leistungsvermögen weg ist. Ich glaube, das hilft dir auch, dass du immer diesen Next Step schaffst, dass du vom Zehner auf den Halbmarathon und so weiter gehst überhaupt. Ich finde ja beim Laufen, also als Lebensweisheit, die man mitnehmen kann, ja, was bei mir wirklich so, ich sage das nicht nur, ich weiß wirklich, es hat mal eine Nachbarin damals, als ich auf meinen ersten Marathon hintrainiert hatte, hat eine Nachbarin, der habe ich erzählt, irgendwie, sie so, ah, mein Vater ist auch Marathon gelaufen. Und ich so, ah, meine auch und so. Und dann habe ich gesagt, ja, mein Vater ist zwischen seinem 50. und 60. ist er 50 Marathons gelaufen. Und hat sie so gemeint, das ist aber ungesund, das ist ganz schlecht fürs Herz. Und mein Vater ist nur ein Marathon pro Jahr gelaufen. Da habe ich gedacht, okay, also dass das natürlich Blödsinn ist, dass das ungesund ist. Und so, wenn man 5 Marathon im Jahr läuft über 10 Jahre, ist natürlich nicht so. Wir wissen, das ist alles eine Frage des Lebenswandels und des Trainings. Aber ich habe mir dann zu ihr gesagt, weißt du, so, das ist nicht, also gesundheitsgefährdend sind vielleicht diese Ultraläufer damals. So völlig ernst, seriös, so diese 80 Kilometer, aber die sind auch krank. Und ich habe wirklich in dem Moment so vor meinem geistigen Auge so Leute gesehen und habe gedacht, okay, die laufen jetzt 80 Kilometer, aber dann bei denen stimmt ja auch irgendwas im Kopf nicht. Die haben ja auch wirklich einen Schatten. Und was, und dann bin ich selber irgendwann auch mal 100 Kilometer gelaufen und habe mir bewiesen, dass ich einen Schatten habe. So scheiße. Ich wollte gerade sagen, aber klar, das ist einfach, man muss einfach aber, so gut geppert sein. Aber es hat mir wirklich die Lebens, also ich habe das öfter in meinem Leben, dass ich denke, so und so ist es, das würde ich nie tun, habe ich schon so oft in meinem Leben gesagt. Und dass man dann irgendwann merkt, scheiße, es kann dir genauso passieren. Und beim Laufen geht es in beide Richtungen. Also es geht so, dass ich merke, ey, vorsichtig, du bist ja auch mal so weit gelaufen und du bist ja auch nicht verrückt. Das hat sich so graduell nach oben gekämpft, die Kilometer, die du dann nicht mehr verrückt fandest. Und am Anfang war der Marathon einfach das Nonplusultra und irgendwann ist der Marathon, ja, der wird nie der super easy, mache ich immer nebenbei Lauf sein. Aber er ist irgendwann eben harmlos gegen, wenn man doppelt oder mehr gelaufen ist.
Aber in die andere Richtung geht's auch. Wie oft ich gedacht habe, ey, fuck man, du kannst 20 Kilometer jetzt aus dem Stand laufen, wenn ich mit dir laufen gehe. Wenn ich mit irgendjemandem laufen gehe und der ist noch nicht so lange am Laufen oder der läuft halt immer nur 10 Kilometer und ich bin auf eine 20 Kilometer Runde eingestellt, dann kann ich sehr überzeugend sein, dass ich so, komm, wir laufen ein Stück weiter. Und ich habe es auch bei diesem Lauf am Rhein, habe ich zwei Leute über Marathonlänge gebracht, die vorher jeweils nur so um die 20 Kilometer gelaufen sind. Aber ich habe dann immer gedacht, Mann, das kann man doch, das ist doch easy peasy, so 20 Kilometer und laufen kann man doch immer, solange man nicht einen Krampf kriegt oder die Muskel reißt, geht es doch. Und dann passiert es mir immer wieder, dass ich in so ein Weihnachtsloch fall oder was auch immer und dann mal so viel zu wenig laufe, viel zu schnell zunehme oder verletzt bin und dann, dass ich mich dann irgendwann im Januar merk, scheiße, ey, so, du musst jetzt erstmal gucken, dass du die 3 Kilometer hinkriegst. Und dass ich dann denk, ey, mein Gott, wenn ich dann gerade so 5, 6, 7 Kilometer Runden dann in der ersten Woche oder so schaff und denk, wow, puh, ganz schön anstrengend. Und dass ich denk, ey, wenn jetzt der Philipp anrufen würde, wie der mit anderen immer umgeht, dann würde das mich so stressen, weil ich merk dann, wenn ich mit Leuten laufen gehe, guten Läufern, die mich halt kennen und denken, oh, mit dem kann ich immer lang laufen gehen. Und ich gehe dann mit denen, sage ich, komm, wir machen aber nur eine 10er-Runde, dass ich dann im Hinterkopf die ganze Zeit denke, boah, ey, jetzt bitte nicht zu schnell und mach langsamer und dass man sich so stresst im Kopf und panikt und alles. Und auch das, also mir ist es in beide Richtungen, dass ich gemerkt habe, man darf nie urteilen, man muss humble sein, weil weder die da oben als verrückt bezeichnen, noch die Kurzstreckler als willensschwach oder irgendwas, weil du hast beides immer in dir und du bist im Notfall 3 oder 4 Monate von beiden Fitnesszuständen entfernt. Also du kannst in no time, dass du wieder bei 3 Kilometer bist, aber du kannst auch Gas geben und dann bist du wieder bei den Bescheuerten, die 60, 70, 80 laufen wollen. Aber die sind alle bescheuert. Also, das weiß ich nicht. Bescheuert. Doch. Bestimmt. Aber ich finde, und das habe ich dieses Jahr echt gelernt, dass es gar nicht so sehr auf die Distanz ankommt, dass es gar nicht so wichtig ist, wirklich, wie viel du laufst. Also ich bin ja die letzten Jahre relativ viel gelaufen und regelmäßig dann noch über 100 Kilometer und dieses Jahr dann zum ersten Mal auch einen Wettkampf gemacht mit 32 Kilometer, was eben relativ wenig war, jetzt nichts ist beim IRTF. Und da habe ich echt festgestellt, es muss wirklich nicht viel sein. Und diese Realisierung, dass es nicht immer eben, wie ich auch vorher gesagt habe, nicht immer größer, weiter, schneller, höher, sondern dass das Laufen an sich dann irgendwann noch genügt. Und ich glaube, das kriegst du dann aber teilweise auch erst mit, wenn, so wie du auch sagst, wenn es dir halt auch für eine kurze Zeit genommen wird und du wieder so ein bisschen gehumbelt wirst, dass es einfach nicht alles selbstverständlich ist, selbstverständlich ist, dass ich am Sonntag 4, 5 Stunden da irgendwie durch die Wiener Hausberge stapf, heimkomme und fröhlich bin und sicher ein bisschen müde bin, aber jetzt nicht so, dass ich mich kaum bewegen kann. Und ich hatte das einmal ähnlich, habe einmal mein Schlüsselbein gebrochen und bin 4 Monate oder 5 Monate nicht länger als 5 Kilometer laufen gewesen. Wie laufst du? Ich hatte noch was am Fuß auch noch und ich habe mir so doof gebrochen, dass ich nicht draufgehen habe dürfen. Wurscht. Du sollst auch nicht herfallen beim Laufen, du sollst laufen. Ja, das geht, funktioniert nicht, das schaffe ich einfach nicht. Und mein erster 15 Kilometer Lauf danach, ich habe den 3 Tage lang gespürt und habe gesagt, das gibt's nicht. Ich laufe 100 Kilometer, ich kann den 15 Kilometer Lauf jetzt nicht so fertig machen, aber ich war 2 oder 3 Tage im Eck und habe gesagt, das gibt's nicht. Ja. Und dann realisierst eigentlich, was du die ganze Zeit so leistest und für normal erachtest. Und ich finde auch, dass es einerseits so ist, dass man merkt, hey, sei vorsichtig zu urteilen, aber andererseits auch, es bringt auch Spaß und es ist auch genauso laufen, einfach 2-mal die Woche oder 3-mal die Woche seine 5 bis 10 Kilometer zu laufen. Das habe ich nämlich vergessen. Ich habe auch teilweise wirklich gedacht, hey, wie kann man sich für 5 Kilometer überhaupt umziehen? Das lohnt sich doch gar nicht. Aber das waren dann halt in so Zeiten, wo ein 20-Kilometer-Lauf eher ich den zu den kurzen Läufen gezählt habe, als zu den langen Läufen. Und dann vergisst man manchmal, wie viel einem auch die kurzen Distanzen bringen und dass das eben auch alles hat von diesem angenehmen durchblutet sein und dieser Zufriedenheit danach und alles, das hat's auch mit den 10 Kilometern, du brauchst nicht immer die 50. Also es ist auch hat auch einen positiven Effekt, finde ich, außer dass man denkt, scheiße, ich kann ja überhaupt nicht mehr laufen.
Ja, vor allem, wenn man sich abschießen will, dann schafft man das auch mit 800 Meter oder mit 1500 genau. Meter. Also wenn du willst, dass es weh tut, dann ist die Länge oder die Distanz echt nicht das Problem. Wir halten fest, geht. Wenn du willst, dass es weh tut, ist die Länge nicht das Problem. Ja, es ist die Intensität, mit der du es betreibst. Also ich spiele den Gedanken schon weiter. Genau. Nein, es kommt drauf an, wie hart, dass du es angehst. Also ich bleib jetzt grab dein Loch noch tiefer, mein Freund. Ich bleibe jetzt auf dem Dampfer drauf. Dampfer, so ja. Nennst du also deine Freundin. Nein. Manchmal auch Alexa. Wenn ich will, dass sie das Licht ein- und ausschaltet. Okay. Du hast jetzt nur Glück, dass sie wahrscheinlich ganz weit am anderen Ende der Wohnung ist, dass du dir das traust. Oh, ja. Ach, deine Frau heißt Alexa? Deine Freundin? Nein. Ah, okay. Das ist gut so. Okay. Ich sage, das traut er sich trotzdem nur so, über sie zu reden, weil sie nicht in der Nähe ist und nicht hört, weil sonst hätte er wahrscheinlich eh schon welche kassiert. Okay, Gewalt in Wiener Haushalten. Ja gut, aber wir sind in Österreich, das ist ja ganz normal. Wir nennen das Tradition. Genau. aber der Tom Rottenberg hat das geschrieben im Standard, also in der österreichischen Zeitung, dass er bei manchen Laufveranstaltungen, also auch bei so 5 Kilometer Night Run oder bei dem Wings for Life Run und so, ganz hinten mitgelaufen ist. Und er hat gesagt, die Emotionen, das Positive, was du da erlebst, wenn jemand eben an seine Grenzen geht, und da ist es auch scheißegal, ob das jetzt der 5 Kilometer, 10 Kilometer Marathon oder was auch immer sind, ist ja völlig wurscht. Jemand, der normalerweise eben auf der Couch sitzt oder sich zurückkämpft oder irgendwas macht, wenn der das erste Mal schafft, dann ist es so viel mehr wie jemand, der weiß nicht, seit den letzten 30 Jahren halt some kind of Sport gemacht hat, also irgendwas jetzt, und sagt, okay, also ich kann aus dem Stand um meinen Halbmarathon laufen. Ja, natürlich. Also ich weiß noch, mein 10-Kilometer-Lauf, da habe ich ja sehr lange mich vorher eingeschrieben gehabt, und ich bin dann auch vorher nicht komplett 10 Kilometer gelaufen. So, ich habe immer gedacht, so 8 oder 9 darfst nicht die Wettkampfdistanz und so. Und ich habe mich echt verrückt gemacht. So, dabei denke ich heute, Mann, 10 Kilometer schaffst du immer. Also das ja. Nur vergehst es dann, aber du kommst auf jeden Fall an. Ist nicht wie so ein Marathon, wo du so lange dir Gedanken machen musst. Und dieses Glücksgefühl und wie wichtig das war, selbst mit unruhig schlafen vorher, es war alles. Also ich kann da komplett drin leben. Ja, und ich weiß, es gibt doch nach wie vor noch nichts, was mich, glaube ich, in dem Finish so beeindruckt hat von mir selbst wie mein erster Marathon. Also das war nach wie vor noch immer mein emotionalster Zieleinlauf, glaube ich. Also ich glaube, schon 4 Kilometer vorher, als ich dann realisiert habe, okay, jetzt der Cat ist in der Sack, jetzt kann mir das keiner nehmen. Sind wir schon vielleicht ein paar Tränchen runtergekühlt. Also das ist dann. Aber hallo. Und ihr müsst mal gucken, Rotterdam-Marathon Last Finisher, oder ich weiß nicht, wie das heißt, wenn ihr auf YouTube das sucht, weil beim Rotterdam-Marathon wird der letzte Läufer, in dem Fall dieses YouTube-Filmchen, das ich so kenne, ist so eine Läuferin, die wird ganz besonders hofiert. Mhm. Und da sind dann auch so Konfetti-Kanonen, die so staccato-mäßig abgehen, wenn die in die Cold-Single einbiegt, und dann wird laut Musik und Donne, und dann gehen alle völlig crazy. Und das bewegt mich jedes Mal so, weil natürlich man echt vergisst, so wenn der durchschnittliche sportliche Marathonläufer so seine 4 Stunden oder 3,5 Stunden oder noch schneller unterwegs ist, dass da halt jemand einfach 6-7 Stunden unterwegs ist. Und 6 Stunden Sport machen, auch wenn man, egal wie kritisch man sein will, das, selbst wenn man langsam läuft, es ist Laufen noch immer, es ist Sport, es ist ja nicht Gehen. Und man hat viel mehr Gewicht mit sich rumzuschleppen in der Regel, diese Leute. Und das, was wir eingangs so scherzhaft besprachen, die Leute leisten wahrscheinlich genauso viel, gehen die in ihre Grenze wie der an dem Tag als erster über die Ziellinie ist. Also die haben ja wirklich existenzielle Ängste während des Laufens, dass sie umkippen oder irgendwas. Und die sind in der Regel dann
nach irgendeinem Trainingsplan gelaufen, sprich, die sind dann vielleicht nur 30 Kilometer mal gelaufen. Es gibt auch echt Leute, die ich treffe, so, ich will einen Marathon nächste Woche und so, und lange Läufe. Oh nee, muss ich auch so richtig lang, so, ich laufe schon viel, aber, und wo man dann merkt, so, oh, und das sind so Qualen, die muss man sich auch bewusst machen. Deswegen laufe ich auch am Wochenende bei so einem Volkslauf die 10 Kilometer, einfach mal, um auch mal wieder das Gefühl zu haben, wie ist das eigentlich so als Letzter? Oder zumindest habe ich diesmal gute Chancen, ins Ziel zu kommen. Ja, und das hat mich eigentlich an der Trail-Community und generell an der Ultra-Community so begeistert am Anfang, dass, was du gesagt hast, dass den Huldigen des Letztens, also ich kann mich erinnern, mein zweiter Trailer vor der Trail-Maniac um einen Wörthersee herum, das waren 57 Kilometer, und der Letzte ist gekommen, der schon Siegerehrung war. Der hat dann Standing Ovations bekommen, die Leute haben gejubelt, weil das war quasi vor der Seebühne am Wörthersee, und der auf der Bühne war eben dann, die sind die Leute gesessen für die Siegerehrung. Und das ist, aber das hört man bei Western States, die Golden Hour, man hört das immer wieder, dass die Letzten dann eigentlich mindestens genauso gefeiert werden wie die Ersten. Das hat mich an der Community Trail Ultralaufen eigentlich immer so fasziniert, und deswegen wollte ich auch immer ein Teil davon sein. Weil das bei Stadtmarathons, ich das Video kennt von Rotterdam, kenne ich nicht, aber da wird der Letzte eigentlich jetzt nicht traditionell nicht sehr gewürdigt. Eher im Gegenteil, der muss schauen, dass der Besenwagerl nicht aufs Fersal fährt. Weil sonst. Ja, das ich kann das nicht beurteilen, weil ich ehrlich gesagt so ein Arschloch bin, der noch nie gewartet hat beim Marathon, bis der Letzte reinkommt. Bei den Ultras, die ich gelaufen bin, war ich dann auch wieder so spät, dass ich jetzt dachte, ich muss, also dann wollte ich mich erstmal duschen oder was essen, und dann war das Ding dann ja auch schon irgendwann nicht viel später auch vorbei, weißt du? Und aber ich finde sowieso, dass diese ganze Community cool ist. Ja? Ich habe sowieso das Gefühl, dass das so eine Sportszene ist, in der, auch wenn wir gegeneinander laufen, in Anführungszeichen, doch immer jeder eigentlich gegen sich selbst antritt. Und jeder, der am Ziel von so einem Ultralauf drin ist, ja, weiß, dass jeder andere, der hier ist, dieselbe Liebe hat, aber auch durch dieselben Emotionen schon gegangen ist, durch dieselben Täler in seinem Leben. Also das verbindet ja auch. Das ist ja fast so nach dem Motto, wir haben den Krieg zusammen erlebt. Und deswegen glaube ich, dass deswegen auch so ein Gemeinschaftsgefühl ist und so eine Toleranz und so positive Vibes. Und nichtsdestotrotz habe ich dann halt irgendwann auch mal lernen müssen, dass es auch Läufer gibt, die, was weiß ich, Rassisten sind, homophob sind und so. Also es ist auch nicht grundsätzlich leider so, dass wenn man läuft, dass man dann einfach so ein ausgeglichener, relaxter Typ wird. Aber deswegen, deswegen haben wir auch Trailstöcke mit. Aha, okay. Und sind im dunklen Wald unterwegs. Habt ihr denn, ihr seid ja nur wahrscheinlich trailmäßig unterwegs, oder? Ich glaube, jeder von uns läuft ein, zwei Marathon oder Halbmarathon, also irgendwas Straßenlastiges pro Jahr. Also ob es jetzt der, weiß nicht, der Aufbauwettkampf ist oder ob es der Tierschutzlauf ist, wo man Zehner läuft, oder ich darf jetzt da dann einen Halbmarathon wieder laufen. Aber also so, oder der Adventlauf, glaube ich, ist auch so ein Klassiker, den man einfach mitnimmt, so ein Fünfer oder ein Zehner. Das schon, aber wir sind jetzt beide, glaube ich, nicht so die, keine Ahnung, 12 Stunden Straßenlauf-Menschen. Nein, mir war es ehrlich gesagt immer wichtig, mich da in keine Kategorie stecken zu lassen. Also ich habe diese, was wir auch nicht wollen haben, waren diese Trail-Snobs, die wenn da quasi eine Straße vorhin ist und nur rechts ist ein bisschen eine Erde mit einer Wiesen, man rechts neben der Straße läuft, man ist ein Trailläufer und man läuft nicht auf der Straße. Das habe ich, ja, ich auch, weiß, was du meinst. Das hab ich auch wiederum nicht leiden können. Ich habe immer gesagt, ich bin Läufer, ich laufe gern. Und natürlich laufe ich auch oft gern in den Alpen, und gerade weil ich nicht in den Alpen wohne und es was Besonderes ist, mal in den richtigen Bergen zu sein und nicht so wie bei uns in Wien. Ich meine, für dich aus Holland sind das trotzdem noch Alpen, was wir in Wien haben, aber. Aber hallo! Da ist Leitergebirge. Also, wenn du es mal schaffst, nach Österreich zu kommen,
Und du willst wirklich schöne Berge sehen. Das Leitergebirge. Leider. Das Leiter, ja, mit T-H-A. Leiter. Ja, das ist östlichste Grenze Gebirge. Grenze zwischen Niederösterreich und Burgenland. Das ist, wenn man dort in Österreich nicht war, dann hat man Österreich nicht kennengelernt. Ja, die höchste Erhebung ist so bei, glaube ich, 380 oder 400 Höhenmeter. Aber das ist nicht Höhenmeter. Um Wien rum oder so, nein, ne? Nein, es ist südöstlich von Wien. Da bin ich schon viel spazieren gewesen. Es ist südöstlich von Wien. Und es ist ungefähr so hoch wie rund um Wien, also höher wird es dort nicht. Okay, aber das ist ihr lacht das so ein bisschen weg für mich. Es ist unser Running Gag, weil ein Freund von uns, der kommt aus der Gegend und wir haben uns ein paar Mal abfällig über das Leitergebirge geäußert und der hat gesagt, er sponsert uns mit einem Zehner, wenn wir Werbung machen für das Leitergebirge und seitdem äußern wir uns in jeder zweiten Folge positiv über das Leitergebirge. Das ist gar nicht geil. Okay. Wir lobpreisen es. Okay, okay. Was anderes. Ihr sagt, ihr seid keine Straßenläufer oder was auch immer. Ich habe mich kurz überlegt, weil wir haben jetzt die ganze Zeit über selbst gemachte Abenteuer gesprochen oder sehr viel und über Craziness. Ich hatte kurz überlegt, aber ich glaube, das ist echt viel zu weit, ob wir nicht einfach so ein Abenteuer uns schnitzen, zum Beispiel wir laufen uns entgegen, aber das ist halt echt eine lange Strecke. Zwischen Wien und Holland, also das ist wieso? Da ist ein großes Bundesland dazwischen. Deutschland? Ja. Ja, es ist, es ist Bayern, also ich bin ja mal von da, wo der Micha wohnt, also oben da im Allgäu, da bin ich auch mal kurz rüber ins Österreichische gefahren. Und als ich auf den Einstein gelaufen bin, musste ich kurz durch Feindesland. Hui. Das sind also Utrecht, Wien, 1043. Oh, das geht aber. Das ist ja voll wenig. Ich habe meine andere Idee übrigens für Stock hinter der Tür als nächstes Abenteuer war, einmal Holland zu umrunden, ja. Und weil ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr auf jedes Mal in Deutschland zu laufen. Das ist weniger weit. Holland zu umrunden ist, glaube ich, 1700 Kilometer. Wirklich? Haben das die Jungs von Laufen, liebe Erdnussbrot, haben die das nicht mit dem Radl probiert letztens? Was? Das kann sein. Klingelt da irgendwas? Oder was, sind sie Holland umrunden? Ja, irgendwas mit Holland hatten sie. Da waren sie relativ lange. Doch, die waren hier auch radeln irgendwie. Ich habe irgendwas gesehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt komplett umrundet haben. Aber ich habe überlegt, ob ich eben ein Buch schreibe über Holland und Deutschland im Vergleich kulturell und als Anlass nehmen, dann da rumzulaufen und so eine Mischung zu machen. So, um die Holländer den Deutschen oder den Nicht-Holländern zu erklären mit allen ihren Verrücktheiten. Aber 1000 irgendwas, das hieße ja nur 500 Kilometer pro. Ach so. Weil wenn wir uns entgegenlaufen, wir dürfen uns halt nicht verpassen. Ja, du hast es ja offensichtlich offen, Peter. Wo würden wir uns dann treffen? Das ist großartig, weil wir würden nämlich eigentlich fast nicht durch Deutschland laufen. Wir würden auf der tschechischen Seite laufen, auf die Gerade. Und würden erst nicht den Donauradweg entlang laufen, da einfach Passau. Hätte ich jetzt so, aber dann bist du viel zu weit unten. Dann bist du bei Nürnberg vorbei. Wenn du die Gerade machst, wärst du weiter oben und würdest bei Jena vorbeikommen. Ungefähr. Gera, Jena, Zwickau. Ein bisschen südlich von Leipzig halt. Und das wäre auch ungefähr so, also zwischen die Hälfte des Weges zwischen Nürnberg und Leipzig. So auf der Höhe müsste man sie treffen. Fuck, ey, schon wieder in den Osten. Ich habe übrigens überhaupt nichts gegen den Osten Deutschlands, aber es ist so. Der in Deutschland ein bisschen stiefmütterlich. Aber es wundert mich einfach, dass das. Wir müssten irgendwo. Mich wundert, dass ihr nicht irgendwo über Bayern und Baden-Württemberg kommt. Das hätte ich jetzt gedacht, aber ich bin eine Geografie-Niete. Ich habe mir gedacht, Donauradweg und dann da irgendwo raufschneiden Richtung. Du kannst natürlich von Wien Richtung Nürnberg laufen und das da unten machen, dann sind es ein paar Kilometer mehr und dann würdest du von Utrecht über Düsseldorf, Köln, Bonn, Frankfurt daherkommen.
Okay, dann ich habe nicht gerade gedacht, Düsseldorf, Köln, Bonn kenne ich alles, aber Frankfurt wäre dann von der Route, die ich ursprünglich mal gelaufen bin zu meinen Eltern. Ja, und das wäre Frankfurt, Würzburg, Nürnberg und wir würden von der anderen Seite eben auch bis Nürnberg und dann irgendwie, da ist irgendwo die Hälfte. Und dann treffen wir uns alle beim Morgenspaziergang-Podcast. Und ja, ich will jetzt noch nicht so wie damals der... Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie da lebe ich dein Déjà-vu, das, wo war ich, bevor ich dabei war. Ja, red weiter, entschuldige. Du brauchst nur ein Paddel hinter der Tür. Ich will jetzt eben den Tim nicht machen bei euch und dass ihr jetzt sagt, okay, und dass ich dann nächste Woche so, hallo, machen wir das. Ich muss selber gucken, ob mir das reinpasst. Vor allem wäre es halt wieder so ein bisschen Richtung Deutschland und in Deutschland rumlaufen. Allerdings, ich mochte schon sehr, da am Rhein entlang zu laufen und dann irgendwann abzubiegen Richtung Frankfurt und dann bis Nürnberg. Es wird halt, aber bist du sicher, dass das nur 500 irgendwas Kilometer dann pro Mann sind? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Für mich war das auch sehr überraschend jetzt da, aber es sind alles zusammen 1053, wenn man diese Route macht. Echt? Also jetzt da ganz kurz. Und bei Nürnberg bist du von unserer Seite bei Google Maps. Treffen wird es dir bei Würzburg wahrscheinlich. Ja, aber ich bin ja bis Karlsruhe gelaufen, das waren über 700 Kilometer. Ja, aber Karlsruhe ist noch ein Stück weiter. Ja, aber ich dachte so Bayern ist noch mal weiter Richtung Osten. Wahrscheinlich von Holland aus gesehen. Wahrscheinlich müsstest du noch schauen, inwiefern das, was Google Maps jetzt ausspucht, auch wirklich alles laufbare Strecken sind. Wenn du es dann vielleicht mit Komoot irgendwo so auf Fahrradwege und Das wird es mit Sicherheit. Wird es länger als diese Google Strecke? Ja, 1200 sind es wahrscheinlich dann oder so, wenn du wirklich die Aber Wege 600 hast. Kilometer, ich meine, das ist heavy trotzdem. Das sind ja mindestens 12 Tage, wenn man am Tag 50 läuft. Und wenn man altersschwach ist wie ich, dann sind es vielleicht sogar Woche Zeit nehmen, 7 Tage fertig, passt schon. Ja, genau. Es ist keiner weniger so gut trainiert wie du, Peter. Weniger aktuell. Schlafen, schneller essen. Schneller essen, schneller laufen, schneller essen auch. Ja, und die Frage, die ihr euch dann auch ernsthaft stellen solltet, ist, ob ihr nicht auch einen Ziehwagen euch anschaffen würdet. Das ist natürlich, wir hatten ja schon einmal einen unserer ersten Interviewgäste, vergessen, wie er heißt. In Guido? Nein, der ist mit dem Ziehwagen unterwegs gewesen. Der hat damals auch gemeint, dass dieser Ziehwagen ihm eine echt geile Freiheit gibt, weil jetzt ist er mittlerweile gewohnt, er packt einfach ein paar Sachen hinten drauf, so wie du sagst, er läuft in die eine Richtung los, schaut, wie lange es funktioniert. Wer war das? Weiß Salz dabei. Wer ist er, der Erste oder der Guido? Der Erste. Achso. Weil wir schauen inzwischen nach, Flo reit weiter und ich suche. Ja, ich schaue schon nach, ich weiß schon, wo ich nachschauen kann, red du weiter. Okay. Dann mache ich das. Nämlich, auf was ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen wollte, ist nämlich das Buch, was du jetzt rausgebracht hast. Mhm. Weil da verpackst du ja all diese Geschichten auch, also mitunter, die man so beim Laufen erlebt. Für alle, die sich nicht vorstellen können, du hast das vorher zwar gesagt, dass es eben zum Teil Klassen sind aus der Laufzeit. Aktivlaufen. Und auch da Aktivlaufen. Und eben nicht Comics oder doch, es doch, ist Comics. ein langes Comic ist drinnen und auch kleine Comics. Genau. Und es ist aber kein zusammenhängendes Buch. Also es ist das ist meine Origin Story oder so irgendwas, sondern es ist wirklich Kurzgeschichten. Ich würde es Kurzgeschichten nennen. Das Hashtag Fatboys Run und das Laufschuh gegen Sub, das sind die das erzählenden eine Geschichte. Bücher. Und das, was ich in diesem Buch gemacht habe, in diesem Lauf- und Schnaufgeschichten, sind die Idee dahinter ist eigentlich, dass es ein Buch ist, was es jetzt gar nicht sich um mich dreht, auch wenn ich immer aus einer persönlichen Sicht schreibe, um es eben lustiger und persönlicher und menschlicher zu machen, sondern dass es ein Buch ist, was jeder, der läuft, ob es jetzt so ein 10-Kilometer-Läufer ist oder Marathon oder Ultra oder Trail oder Wüste oder was auch immer, dass der da Sachen findet,
wo er sich wiedererkennt oder wo er denkt, ach Gott, stimmt, das habe ich ja noch nie so gut beobachtet oder wie auch immer. Und schmunzeln kann und dass man es aber auch wieder weglegen kann. Weil ich meine, ich habe, wie gesagt, um die 50 Laufbücher gelesen und selbst die spannendsten Laufgeschichten, wenn es so eine, sagen wir mal, ich sag mal, altmodische Narrationsform ist, dass nämlich praktisch das mit dem ersten Etappe anfängt und mit der letzten Etappe des was auch immer FKTs oder so aufhört, dann kann das irgendwann echt sehr langweilig werden. Ich kenne das auch, wenn man dann vielleicht mal bis 70% des Buches gelesen hat. Es wird sehr repetitiv. Und man legt es dann mal 2 Wochen weg, dass die Chance sehr groß ist, dass man es dann gar nicht mehr in die Hand nimmt. Ja. Und dieses Buch kann man auch völlig wild lesen, von hinten nach vorne. Man kann sich erstmal die Themen rauspicken, die einen ansprechen oder die Comics, erstmal nur die Comics lesen oder so. Also das ist eben das, warum ich fand, dass das so das perfekte Buch, was man, wenn man den großen Verlag mit dem entsprechenden Budget hätte, so was so neben der Kasse legen muss, was jeder kennt jemand, der läuft, und das kann man immer als Geschenk mitnehmen, da kann man nicht falsch liegen. So, das ist so die Idee. Also das ist ja auch das Buch quasi, also das ist auch das gute alte U-Bahn-Buch. Wo du sagst, was heißt U-Bahn-Buch? Naja, ich mache es auch. Man kann es liegen lassen, oder was? Man kann es U-Bahn liegen lassen, das Sandler kannst du nehmen und lesen. Genau. Ich mache es auf und bis ich am Ende bin, wo ich hin will, in diesen 20 Minuten, habe ich schon eine Geschichte gelesen. Also ich habe super, ein abgeschlossenes, das ist in der U-Bahn, wenn du jetzt was nicht Tolkien liest, ist halt schwierig, da fährst du mich 18 Runden mit dieser verdammten U-Bahn, bis das Kapitel durch. Oder du hast ein Lesezeichen, aber ich weiß, was du meinst. Wenn ich das Lesezeichen, das ich mit habe, in der U-Bahn zücke, dann sind immer alle sehr verstört. Dementsprechend lasse ich das wieder in der Hose. Okay. Nein, aber ich finde es eine super Beobachtung, was du sagst mit diesem U-Bahn. Um mich kurz zu unterbrechen, ich habe jetzt nachgeschaut und es war der Schluppe. Es war der Schluppencast, der Christian. Der hat uns damals nämlich erzählt, dass er sich so einen Bandbäcker dann auch gekauft hat oder richtig, irgendwie selbst zusammengebastelt hat oder so irgendwie. Und für ihn das die ultimative Freiheit ist, weil er damit einfach drauf und ich laufe mal in die Richtung, solange ich will. Richtig. Der Schluppenchris mit dem, der hat ja den Einfahrtmarathon gegründet bei sich zu Hause. Ach jetzt ja, den das habe ich natürlich mitbekommen, diesen Einfahrtmarathon. Wir haben dann ja Zeit mit ihm Laufbingo gespielt, wenn du dich erinnern kannst. Richtig. Was heißt Laufbingo? Ich hatte die Regel nicht mehr im Kopf. Du musstest irgendwie. Du musstest in einem Monat, jeden Monat musste der nächste laufen und es war die Zahlen von 1 bis 30. Und das war die Zahl der Kilometer, die du läufst. Jeder von uns hat das gemacht. So. Mhm. Und du musstest immer aussuchen, wann welchem Tag du was laufst. Und deswegen hast du dann halt dir das einteilen müssen, wann du die langen machst und wann die kurzen. Ich glaube, so irgendwie war das. Aber wir haben es reihum gespielt, nämlich, dass nicht jeder jeden Tag läuft, sondern wir nur alle 3 Tage gelaufen sind dann, weil wir zu dritt gespielt haben. Hat irgendjemand gewürfelt die Bingo-Zahl am Ende der Woche, oder wie? Ja, irgendwie so. Irgendwie konnte man dann wegstreichen. Und dann war die Zahl wieder weg und der Nächste hat dann aus den übrig gebliebenen auswählen können. Es ging immer darum, dass man halt so die Distanz so ein bisschen, dass er so ein bisschen gamifiziert wird. Ich kann mich aber echt nicht mehr genau erinnern und er hat mit uns damals die Versuchsreihe gestartet und wir haben das irgendwie 1-2 Monate so ein bisschen mit ihm gespielt. Es geht dazu, zu motivieren, rauszugehen, so ähnlich wie der Marathon im Dezember, dass man jeden Tag halt läuft, so ein bisschen. Das war ganz lustig, weil er hat zu Hause quasi ein Board aufgebaut gehabt, wo er diese Nummern gehabt hat und dann immer Fotos geschickt hat, quasi wer jetzt da wie weit gelaufen ist und wer jetzt dran ist. Das war ganz lustig. Ja. Das passt jetzt überhaupt nicht dazu, aber weil du sagst, viele Laufbücher gelesen. Ich weiß nicht, ob du A Few Degrees from Hell gelesen hast. Nee, habe ich nicht. Das ist ein Buch über den Badwater Ultra. Ah ja. Aber es ist nicht es ist über eine Austragung des Badwater Ultras, nämlich 2003. Aber aus, ich glaube,
15 oder 17 Blickwinkeln. Also sie haben dasselbe Rennen, haben sie den ersten interviewt, den letzten, Leute, die ausgestiegen sind, den Veranstalter, also und jeder hat seine Geschichte von exakt demselben Lauf in einem Kapitel untergebracht. Super geil. Großartiges Buch. Also man muss gar nicht den Lauf jetzt da mögen, kennen oder sonst irgendwas, aber es ist einfach cool, wenn du dir das durchliest und dasselbe Rennen aus so vielen verschiedenen Blickwinkeln durchliest. Also das habe ich schon ziemlich gerne gefunden. Running Through the Wall, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nö. Das sind nämlich auch, also das sind Essays verschiedener Ultraläufer, gar nicht unbedingt Profis, auch eben. Und da war, da hat jemand vom Barclay dann ein Kapitel, wie er das mit einem anderen gelaufen ist, beschrieben. Und das Kapitel danach war der andere, der das ein Jahr später nochmal versucht hatte, seine Geschichte. Und das sind so viele, ich mag das ja sowieso, diese Erlebnisberichte von den Nicht-Profis. So, es gibt auch dieses eine Stories from the Back of the Pack oder so heißt es. Das war auch so ein, wie wir jetzt, einfach ein Begeisterter, der dann aber auch mal so, und das mag ich halt so, ey, dieses Wochenende versuche ich mal 100 Meilen im örtlichen Stadion zu laufen, so auf der Bahn. Und solche Sachen mag ich total, solche Bücher. Also Running Through the Wall ist vielleicht sogar eins meiner absoluten Lieblingsbücher gewesen, weil es so unterschiedlich war und weil es für mich geschafft hat, durch so viele verschiedene Stimmen einem die tiefsten Tiefen eines Ultramarathons und was alles schiefgehen kann, mit Verlaufen, mit allem, ist alles mit drin. Supergeil. Ist das vom Neil Jamison? Personal Encounters with the Ultramarathon. Marathon. Wie heißt es? Running Through the Wall, Personal Encounters with the... Oh ja, mit Sicherheit. Also ich glaube nicht, dass es zwei Ultramarathon-Bücher gibt, die Running Through the Wall heißen. Und das andere, ich weiß nicht mehr, Stories from the Back of the Pack, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, das, der Titel, das ist, glaube ich, der Untertitel. Aber ist auch nicht so wichtig. Also es gibt, ich habe ja meine Bücher alle im Podcast verlost, weil irgendwann ich Platzprobleme hatte, habe ich gedacht. Und ich habe noch gedacht, es sind so ungefähr 17 Bücher, Laufbücher, ich will die jetzt verlosen. Und dann habe ich sie für ein Foto alle aufs Bett gelegt und habe nachgezählt und gesagt, fuck ey, es sind 46, so wie viele Bücher hast du über ein Thema gelesen? Ganz schlimm. Ja, aber das ist ja spannend. Es ist so, ich finde, es ist so wahnsinnig facettenreich. Und jetzt, wenn man das noch ganz so ein bisschen ausweitet auf Ausdauersport, also mich faszinieren solche Geschichten von Ausdauersportlern, weil die alle irgendwie gleich sind, aber doch irgendwie so ganz radikal unterschiedlich. Und genauso wie ich das von Büchern über so Leute, die weiter hinten starten, spannend finde, finde ich aber dann manchmal auch die Top-Athleten irgendwie spannend. Und für mich sticht dann auch immer der Christoph Strasser raus, der ist zwar jetzt kein Läufer, sondern Ultraradlfahrer und wohl der bekannteste in Österreich und wahrscheinlich auch einer der besten weltweit. Und die Bücher habe ich verschlungen, weil dass der da mal schreibt, wie er an die Sachen rangeht, wie er so ein Race Across America angeht und welche mentalen Tricks er dann versucht zu benutzen und wie er sich dann in Grenzen, die Grenzen verschiebt, das, was selbst ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Ich kann mir wahrscheinlich schon einiges vorstellen. Und das ist einfach, sowas fasziniert mich endlos. Also das ist Wahnsinn. Ich möchte auch kurz, vielleicht kommt das falsch rüber, natürlich interessieren mich auch die Profis. Klar. Mit denen kann ich mich aber natürlich schlechter identifizieren. Ich will jetzt keine Werbung machen, ist ja auch kostenfrei, aber ich habe in meinem Podcast, im Fatboys Run, habe ich in der übernächsten Folge, also ich habe das schon aufgenommen, hatte ich zum Beispiel den Norman Mascher Aspensio, ja. Wird euch vielleicht jetzt nicht sagen. Ganz normaler, schneller Läufer, hat nicht großartig jetzt irgendwelche Siege auf seinem Konto gehabt und hatte dieses Jahr gedacht, ich laufe doch mal einen Ultramarathon und ist den Grünheide, glaube ich, 55 Kilometer ist gelaufen und hat ihn gewonnen. Da hat er gedacht, hey, das ist gar nicht schlecht, ich laufe noch mal einen Ultramarathon, ich laufe jetzt mal 100 Kilometer. Bin ich noch nie gelaufen, dann läuft er beim WHEW mit, also einer der Großen, hat ihn gewonnen. Und dann hat er gedacht, das bringt ja doch Spaß. Und dann hat er gedacht, hey, ich möchte auch mal so ein Backyard-Ultra machen.
bei welchem macht er mit? Beim Bienenwald Backyard Ultra. Hat ihn gewonnen. Und dann hat er gedacht, hey, so 100 Meilen, alles dieses Jahr, so 100 Meilen wäre doch auch mal krass. Bin das längste, was ich laufen bin, war 100, die er gewonnen hatte. Läuft da so einen kleinen Offset-Mini-Veranstaltung in einem kleinen, um ein kleines Dorf rum, nämlich den Mauerwegslauf in Berlin und gewinnt ihn. Und solche Leute zu interviewen, ist das Geilste überhaupt, weil irgendwo hat der noch uns in sich, ja? Also er ist natürlich viel schneller, also zumindest als ich. Ich weiß nicht, wie schnell ihr seid. Aber er kommt nicht aus irgendeiner krassen Athletenhistorie und war früher badischer Meister und dann deutscher Meister in seiner Jugendklasse oder irgendwas, sondern einfach jemand, der gerne gelaufen ist. Ich glaube, der hat auch erst 2016, wenn ich mich nicht täusche, angefangen mit dem Laufen. Also total crazy. Und deswegen, mich interessiert natürlich auch immer vor allem, ich kann mir das halt schwer vorstellen. Ja, wie ist das, wenn man ganz vorne läuft? Das gibt ja zusätzlich wahrscheinlich auch noch so ein Gejagtgefühl, so ein Fluchtinstinkt und alles. Das muss so unglaublich geil sein. Da habe ich einen Tipp. Du läufst jetzt deinen 10-Kilometer-Lauf. Stell dich in die erste Reihe und den ersten Kilometer einfach Vollgas. Und dann schau, wie du stirbst. Wobei, weißt du was, ich glaube ganz ehrlich, bringt das nichts. Weil wenn der in 3-0 wegzieht, da komme ich keinen Kilometer nach. Das wollte ich gerade sagen. Selbst wenn ich voll wegziehe, wie er sagt, wenn ich es 1 Kilometer durchhalten müsste, da fängt es mich schon mal an, dann kann ich nicht voll wegziehen. Dann bin ich eher, wenn ich richtig fit bin, eher in so an der 4 Minuten dran als an 3 Minuten. Und wahrscheinlich sogar nähere ich mich von oben den 4 Minuten, nicht von der 3-Minuten-Seite. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei so einem 10-Kilometer-Lauf gewinnen, da nicht sofort nach 200 Metern mich keuchend hinter sich lassen und an meinem Laufstil und meiner momentanen körperlichen Verfassung sofort wissen, dass ich nicht ernst zu nehmen bin. Um das geht's ja auch nicht. Das ist ja wurscht. Nein, aber was du gesagt hast, also ich finde, das bringt uns auch so wieder so ein bisschen zum Anfang zurück, weil was mir dann immer so kommt, weil um dieses nicht realisieren oder dass das eine andere Welt ist. Ich denke mal teilweise, wenn mein vor 10-jähriges Ich sehen würde, was ich in meiner Laufkarriere erreicht habe, der würde auch denken, das ist ein anderer Mensch und das kann man sich auch dann irgendwie nicht vorstellen. Gerade deswegen finde ich persönlich jetzt auch, das ist gerade wieder das Spannende, dass man, obwohl es unvorstellbar ist, aber irgendwie kochen die ja auch nur mit Wasser und das fasziniert mich da irgendwie so dran. Und dann, aber was für Wasser? Das ist die Frage. Kann mir einer mal sagen, was für Wasser die benutzen? Links gedrehtes, mit Energie aufgeladenes Kristallwasser. Grand Seigneur Wasser, nicht Grandeur. Aber links gedreht ist wichtig, weil natürlich. Das rechts gedrehte hat zu wenig Energie. Ja, ja, Kolte. Weißt du, was ich mich frage? Wir laufen immer links rum. Eine Frage. Ich habe auf dieser Elbe-Tour haben wir mal irgendwie so Gäste von einem, vom Captain, der da, es war so eine Begleitung. Und die kamen irgendwie da vorbei und ich habe mit denen mich unterhalten und die so, wie kann man nur so krass und so eine sportliche Leistung? Und dann habe ich dieses Wort und ich sage, ich fühle mich selber persönlich nicht als Sportler. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann, weil die haben dann so kopfschüttelnd gelacht. Ich bin verrückt eher, ich bin Laufpassion, ja, und natürlich manchmal, um diese Passion aufrecht zu erhalten, mache ich auch so irgendwelche Übungen oder mache Yoga oder Gewichte oder irgendwas, aber eigentlich nur, weil ich gerade so Bock aufs Laufen habe. Für mich ist Sport, so, der ist Sportler, so, ja, das hat immer sowas, mir hat mal einer von diesen Lunar Sandals, mit dem habe ich mal länger telefoniert, der gesagt, die Sportnazis. Und ich weiß aber so ein bisschen, was er damit meint. Ja. Und ich finde, wir sind alles Läufer. Also ich kategorisiere da nicht und denke so, pff, was ist das für einer?
Aber ich denke mir, ich bin nicht so ein reiner Vernunftssportler. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel so heißt es nach dem ersten Marathon, da muss man mindestens 2 Wochen Regeneration und so und generell nicht zu viel laufen und so. Daran halte ich mich ja nicht. Also ich glaube auch, dass wir mit dem Ultralaufen nicht mehr in dem Vernunftssportbereich sind. Ja, also wir bringen, zumindest setzen wir uns unserem Körper höheren Risiken aus. Ich glaube, dass es im Großen und Ganzen auf jeden Fall gesund ist, aber es wäre gesünder, wenn wir praktisch das, was wir vorhin hatten, so 3x die Woche 10 und vielleicht nochmal 5 und noch nebenbei ein bisschen Core-Übung, das wäre das, was unser Arzt gut finden würde, aber dieses total Weite und so. Deswegen, ich habe mich nie als Vernunftläufer gesehen und für mich ist noch immer, vielleicht hat das was mit meiner Skater und was weiß ich was Vergangenheit zu tun, finde ich seltsam, wenn mich jemand als Sportler bezeichnet. Könnt ihr das, versteht ihr, was ich meine? Ich finde das immer total unangenehm, wenn ich spüre, dass der Gegenüber, dass es extrem empfindet, was ich tut oder mich da irgendwie jetzt sich denkt, wie kannst du nur 100 Kilometer laufen? Also ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und es hat auch was mit für mich ist Sport auch so ein bisschen so ein Ellenbogen-Ding und Ehrgeiz-Ding. Und Ehrgeiz kann positiv und negativ sein. Und bei Sport hat es bei mir manchmal auch dieses Negative, ja. Ich bin auch jemand, ich mag Menschen nicht, die gar keinen Humor haben, ja. Für mich ist echt wichtig Humor im Leben, ja. Und ich krieg manchmal mit, ja, ob es jetzt bei der Arbeit oder irgendwelchen Sachen oder Straßenfest oder keine Ahnung, wenn jemand keinen Humor hat, ja, und nicht mal ab und zu, dann ist das für mich sehr uninteressant und mir ist aufgefallen, dass wir nennen die Leute Triathleten. Diese Leute ohne Humor. Es gibt auch Marathonläufer natürlich und auch so 800 Meter Läufer und alles, die das so ernst nehmen und so diszipliniert sind. Ich will das auch nicht kleiner machen. Ich finde das völlig okay. Aber ich finde dann, das ist was auf mich nicht zutrifft. So, ich bin zwar diszipliniert, wenn ich da um 6 Uhr morgens rausgehe, um einen langen Lauf zu machen im Sommer oder was weiß ich, aber ich bin nicht diese Art diszipliniert, die sind. Ja? Und ich mache nicht nur die Sachen, die ideal sind für die perfekten Leistungsabruf oder sowas, sondern ich mache auch ganz viel unvernünftige Scheiße und lieb halt das Laufen. Aber entschuldige bitte, wenn ich dich noch unterbreche, aber ich finde, das muss ja nicht ausstehen. Du kannst wahnsinnig diszipliniert sein, aber trotzdem dich einfach nicht zu ernst zu nehmen. Und das ist generell ein Problem, dass sich viele Leute viel zu ernst nehmen und alles auf die Waagschale legen. Und mir ist schon klar, dass vieles in der Welt falsch ist und das will ich auch gar nicht schönreden. Und man muss Rücksicht nehmen, bin ich vollkommen d'accord, dass Frauen nach wie vor noch falsch behandelt werden, ist alles kein Problem. Aber ich finde trotzdem, dass das doch, das Leben, ist schon ein Problem. Ja, aber das Leben viel zu ernst ist, um nicht auch ein bisschen lustig zu sein. So wie natürlich. Nein, auch weil er mich nicht ausreden lässt. Nein, ich wollte dich eigentlich unterbrechen. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist mir wunderbar geglückt. Der Punkt ist, das ist immer die Frage, wie du grundsätzlich drauf bist, weil dass du diszipliniert bist und ein Ziel exzessiv verfolgst und du alles tust, damit du an diesem einen Ziel dein Bestes ablieferst, ist ja ein Thema, aber du musst nicht immer dein Bestes abliefern und in jeder Minute des Tages, jeden Tages genau auf das hinarbeiten. Man kann es schon machen, ist aber halt ein bisschen mühsam. Und Disziplin muss nicht humorlos sein. Nein, ich finde auch das nicht das Problem. Wenn das deine Art ist und, keine Ahnung, nimm mal Christoph Strasser her, da ist sein ganzes Leben ist optimiert darauf, dass er der beste Radlfahrer ist, der er sein kann. Trotzdem, wenn du seinen Podcast anhörst, wenn du ihn reden hörst, er ist allein der Kerl und ist ein witziger Kerl, weil einfach das absolut, er ist ehrgeizig und das ist ja auch Grund. Und ich persönlich bin nicht so ehrgeizig, aber ich will das auch keinem nehmen. Er ist aber sicher nicht ehrgeizig, wenn er mit seinen besten drei Freunden eine Runde mit dem Radl fährt, dann wird er wahrscheinlich nicht sagen, ja, Kinder, so, jetzt drücken wir ein bisschen an, weil ich habe nämlich den und den FDP. Also der weiß schon, wann er Gas gibt und worauf er trainiert und wann es halt auch wurscht ist. Weil wenn wir beide
oder wenn wir drei jetzt da gemeinsam einen lustigen Volkslauf machen würden und uns dabei Clownsperücken aufsetzen und übergroße Schuhe, wenn wir's, und wir sagen, hey, den machen wir in einer Stunde 15, den Fünfer, und haben dabei Spaß, dann braucht man keinen Ehrgeiz dazu, sondern also dann machen wir das einfach, weil es lustig ist. Und das kann ich, obwohl ich bei anderen Rennern sage, jetzt möchte ich mein Personal Best. Wenn es so siehst, dann schon, ja. Ich glaube auch, also so ist es zum Beispiel Florian Neuschwan, da ist auch so jemand, der super schnell ist und super diszipliniert, den ich jetzt nicht meine mit diesem Sportlertypus. Ich meine den Sportlertypus, der, wenn der nicht auf Nummer 1 steht oder 2, dann ins Ziel kommt und seine Flasche in die Gegend schmeißt und beleidigt ist oder sauer ist. Also dieses, ich mag auch nicht das Humorlose. Ich mag auch selbst beim Laufen nicht diese Leute, die dann so, hey, sorry, ich bin jetzt echt im Rennen, jetzt hier keine dummen Sprüche oder so. Ich mag das nicht. Und das meine ich nicht, dass ich mich angegriffen fühle, wenn jemand keinen Bock auf meinen Humor hat beim Laufen, sondern generell diese Leute, die da mit so einem übertriebenen Ernst und Verbissenheit rangehen. Wie gesagt, ich kann es ja auch abrufen, hart zu mir zu sein und ernst und was weiß ich, aber ich finde, sobald, wenn ich nicht mehr die Lockerheit habe, wenn es dann mal nicht gut geht oder ich einfach lahm bin oder was weiß ich, um trotzdem darüber lachen zu können, dann habe ich ein Problem. Das Einzige, wo ich wirklich traurig oder sauer sein kann, ist, das letzte Mal wegen Laufen war, als ich bei bestem Wetter in der Woche, wo ich 3x20 gelaufen bin am Wochenende, mit einem 30 Kilometer durch den schönsten Frühlingswald laufen wollte. Nach 5 Kilometer macht's einfach tschack und ich merke, meine linke Wade ist komplett am Arsch. Und da ist dann auch sowas, aber da ist es nicht so, oh, jetzt kann ich nicht bei der Olympiade mitmachen oder so, sondern einfach, dass ich denke, fuck, es wäre so schön geworden und man könnte so viel Spaß haben diesen Sommer. Und ich weiß in dem Moment schon, die nächsten 6 Wochen oder so werde ich nicht diese so 30 Kilometer laufen können. Und das kann mich sauer machen. Aber sonst, nee. Ich finde auch, und da halte ich es auch immer mit Jürgen Klopp, der sagt, in seinem Sport ist es dann auch nur Fußball. Und ich denke mir, es ist dann halt auch nur Laufen. Also es ist super wichtig, ja. Und ich mache es gern und das bereichert mein Leben vollkommen. Aber es ist dann halt auch nur Laufen. Es ist halt auch ein bisschen wurscht. Und das ist aber auch was, was ich beim Laufen immer wieder und auch gerade von Ultraläufen oder von langen Läufen mitnehme. Weil du hast das vorher schon angesprochen, wenn du unterwegs bist und das Laufen macht dich glücklich und das erdet dich ein bisschen oder bringt diesen Level ein bisschen runter auch wieder. Also wenn ich lang unterwegs bin und dann komme ich wieder zurück in den Alltag mit, ja, das ist schwierig und da müssen wir uns stressen und du denkst so, puh, na, eigentlich, das ist schon alles ein bisschen wurscht. Und es ist auch, wenn dann jemand zu dir kommt und sagt, wow, was du dann letztes Wochenende gemacht hast, sagst, ja, ich freue mich auch, also ich habe es auch geil gefunden und ich werde jetzt auch noch Monate davon zehren, aber ganz ehrlich, Im Weltgefüge ist das, was wir da machen, auch echt ein bisschen für den Zimt. Es interessiert keinen. Und es ist auch egal, ob ich 30., 41. oder 75. geworden bin. Nobody cares. Meine Mama vielleicht. Aber das war's dann. Genau. Es hat mal einer gesagt, die Zeit interessiert sowieso nur dich und vielleicht noch deine Mom. Aber trotzdem fragt immer jeder nach der Zeit. Ich sehe es genauso. Ich glaube auch, also ich will auch nicht, vielleicht wirkt das hier alles für jemanden, der jetzt super diszipliniert und wettkampfaffin ist, als ob ich so ein bisschen drauf scheiße. Also erstmal, wie gesagt, aus der Not eine Tugend gemacht, habe ich ja selber gesagt. Ich bin niemand, der bei einem Wettkampf mitmachen müsste, um irgendwas zu gewinnen oder in seiner Altersklasse oder was weiß ich. Ich bin aber auch nicht abgeneigt. Und auch having said that über Spaß am Laufen ist natürlich trotzdem so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mich für einen 100-Meiler einschreiben würde, ja, und ich bin nur 100 Kilometer gelaufen bis jetzt, dass ich wahrscheinlich auch die Wochen davor extrem unruhig wäre und nicht schlafen könnte. Und das könnte man ja auch durchaus bezeichnen als etwas sehr ernst nehmen. Und aber ich habe ja gar kein Problem, wer wie was wie ernst nimmt.
Aber ich glaube, wir laufen für uns selber und ich bereue es ja auch nicht. Also wer läuft für eine Medaille oder so? Die meisten laufen ja wahrscheinlich eher, damit sie auf dem Sterbebett sich an die ganzen Sachen erinnern. Und das ist wirklich für mich sowas, was man ja gefragt bekommt. Also ihr genauso, warum tust du dir das an? Oder warum läuft man so weit? Oder hier und da und überhaupt, dass ich so froh bin. Und man hat ja viel erlebt im Leben, ja. Oder doch, jeder. Ja. Und Kinder, Frau, Liebschaften, wilde Jugend und alles. Aber ich glaube, das sollte ich ertrinken. Man sagt immer, dass dann das Leben an einem vorbeizieht, dass da auf jeden Fall schon mal diese beiden Laufabenteuer, diese längeren, auf jeden Fall, dass ich da kurz genießen werde unter Wasser. Ertrink, dass ich denke so, ey, das war cool. Und da bin ich immer noch so froh. Und ich bin letztens bei meinen Eltern gewesen in Karlsruhe und bin mit dem Zug zurück und habe nicht drauf geachtet und habe einen falschen Zug, also nicht einen falschen Zug, aber einen Zug genommen, der linksrheinisch fährt. Inzwischen fahren die nämlich alle nicht mehr im Rhein entlang, weil sie schneller nach Holland wollen oder nach Köln. Und dann bin ich praktisch die ganze Zeit an dieser Laufstrecke Stunden und Stunden lang mit dem Zug entlang gelaufen und es war so ein Nostalgie-Flash. Es hat wirklich mich bewegt, dass ich auch dachte, ey Mann, du musst noch mal Teilstücke zumindest laufen. Von daher, wir können das ja mal so ganz grob im Raum lassen. Ich weiß nicht, ob es dann schon nächsten Sommer wird. Aber wobei, du bist mit der Deutschen Bahn dort lang gefahren. Das heißt, das war auch ungefähr dasselbe Tempo. Weil die ist ja auch nicht besonders flott und zeitkritisch unterwegs. Ja, also also erstmal, ich bin einer der wenigen, obwohl ich sehr, sehr, sehr oft dann schon beim ersten Umsteigen in die Scheiße greife. Und ich weiß noch, dass ich, als ich mit meinem Sohn bei meinen Eltern war dieses Jahr, dass ich irgendwann in Frankfurt, als wir umgestiegen sind, gesagt habe, so, die Plätze haben wir sicher. Puh, ich bin immer so froh, wenn man den Umstieg schafft und nicht zu groß Verspätung hat. Jetzt können wir hier sitzen bleiben bis Holland. Und kurz vor Köln die Durchsage kam, sehr geehrte Fahrgäste, Sie müssen alle hier in Köln aussteigen und es fahren heute keine Züge mehr in die Niederlande. Und da habe ich nur gedacht, what the fuck? Your face. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin eigentlich niemand, ich finde es total faszinierend, wie pünktlich die Bahn eigentlich ist, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele Züge da den ganzen Tag, was für Abstände zurücklegen müssen und wie dann doch immer auf den Bahnsteigen Leute noch die Tür aufhalten, damit die Oma noch angerannt kommen kann und alles. Also klar, man motzt gerne und ich tue es ja auch, wenn es dann wieder eine Stunde Verspätung hat. Ich finde, die einzige Kritik, die ich an der Bahn habe, ist, Deutsche Bahn App, kaufst dir ein Zugticket, in der App kaufst du dir das Zugticket, ja, mit einer Kreditkarte, also die haben alles. Und dann geht's hin, dann heißt es 30 Minuten Verspätung, irgendwann heißt es 2 Stunden Verspätung, wo du weißt, du kriegst 50% des Tickets zurück. Aber das wird nicht automatisch gemacht. Warum wird das nicht automatisch gemacht? Warum sehen nicht, oh shit, der hat schon 2 Stunden Verspätung, dem müssen wir die Hälfte rückerstatten. Nein, man muss immer durch diesen ganzen Fuckweg durch und das irgendwo Listen ausfüllen und früher musste man es auch noch einschicken. Aber ich streife ab. Aber es ist ganz einfach, wenn es kompliziert ist, machen es weniger Leute. Das genau. Ist ja, klar, so logisch ist der, aber ich frage mich, dass da nicht ein findiger Anwalt schon lange kam und gesagt hat, so Leute, vom Europäischen Gerichtshof oder was weiß ich. Aber ja, aber der ist mit der Bahn zum Europäischen Gerichtshof gefahren, der ist noch unterwegs. Du musst ein schlimmes Erlebnis in Deutschland mit dem Zug gehabt haben. Ach, ich bin einfach in meinem Leben schon sehr viel Zug gefahren. Das ist jetzt in Österreich so bedingt anders. Naja, ein bisschen besser, aber auch nur, weil es weniger weit ist. Okay. Aber jetzt, da sind wir schon ganz weit abgedriftet mit der Bahn. Trotzdem haben wir noch eine lustige Idee gehabt vorher schon. Mhm. Und zwar, wir wollen dir ein Buch von dir abschwatzen und wir wollen es dir deswegen abschwatzen. Also wir kaufen dir ein Buch ab, aber du musst es verschicken. Und zwar an denjenigen,
der jetzt da eine Frage, die du dir jetzt da, und zwar instant überlegen musst, beantwortet. Ich? Ja, natürlich. Und dafür darfst du es dann auch signieren. Ha! Das heißt, okay, wir zahlen und du machst die Arbeit. Ja, na klar. Super. Kann ich machen. Kann ich machen. Es sei euch nur bewusst, dass aus Holland Versandkosten, aber gut, das naja, wir sind so reich, wir können uns das leisten. Genau, Genau, das ist der. Nein, aber pass auf. Fuffi ist in den Club. Jetzt stehst du unter Druck. Ich könnte eine ganz einfache Frage stellen. Wie viele Bücher habe ich geschrieben? Oh ja, ich wollte eher sagen, wie schreibt man Philipp? Auch eine gute Frage. Weil davon gibt es, ich glaube, weltweit irgendwie 27 Schreibweisen. Nee, ich bin echt froh, dass ihr meinen richtig geschrieben habt. Das Beste ist, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, wie sie sich so lustig gemacht haben. Hey, was für Eltern geben ihren Kindern eigentlich Namen, wo man dann immer dazu sagen muss, wie es geschrieben wird? Und da habe ich noch gedacht, ey, aber ohne Scheiße. Pff. Und da habe ich irgendwie so eine Minute in Kanada gedacht, hey, warte mal. Du hast ja so einen Namen, du musst das ja jedes Mal dazu sagen. Ja, das ja. So ist das Leben, wenn man nicht so ganz intelligent ist, kann man sich immer wieder selbst überraschen. Ja, nachdem ich schon viele Podcasts von dir gehört habe, habe ich gewusst, dass ich darauf achten muss, deswegen habe ich vorher extra nachgeschaut, damit ich mich ja nicht vertippe. Sehr gut. Guter Mann. In diesem Sinne, wir haben eh schon viel Zeit gekostet. Aber beantwortet die Frage, die war, wie viele Bücher und schickt uns das bitte per Nachricht auf Instagram oder wenn ihr Boomer seid wie wir, dann schickt uns eine Mail. Ja. Und wir suchen uns dann eine lustige Auslosungsvariante heraus und der oder diejenige, die gewinnt, kriegt ein Buch und mit einer Unterschrift. Ja, yeah, ja. Yeah. Jawohl, so schaut's aus. Und zwar nicht mit unserer, das heißt, es ist wirklich was wert. Nein, ihr könnt auch, pass auf, ihr könnt die Antwort und ihren Namen, obwohl ich habe mir überlegt, ob sie sich wünschen können, was ich ihnen zeichne. Weil ich finde, wenn ich schon für euch was signiere, dann könnt ihr auch gleich noch, dann zeichne ich auch irgendwas rein. Oh, das ist cool. Aber jetzt kommt dann einer und sagt, ein 17-stöckiges Hochhaus oder so ein Blödsinn. Weil nur einen Pimmel rein. Aber oh, ja. Ich sag mal so, ihr könnt ja auch, wenn ihr irgendwas ganz unbedingt reingezeichnet haben wollt, aber es gibt auf jeden Fall noch eine Zeichnung dazu. Oh ja. Dann danke ich dir für Zeichnung und Zeit und bis wir uns dann irgendwo zwischen in Deutschland nach 500 Kilometer wiedersehen. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Gerne. Es hat mir große Freude bereitet. Uns auch. Uns auch. Ciao. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.